Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass wir in jeder unserer Sendungen einen Maler vorstellen. Und wir hatten mit Wilfried Reckewitz verabredet, dass er in diesem Sommer einige seiner Bilder hier zu uns in die Sendung bringen würde. Kurz nachdem wir dieses verabredet hatten, ist er ganz überraschend gestorben. Und seine Frau hat uns die Bilder jetzt zur Verfügung gestellt. Und wir sind froh, dass wir sie Ihnen zeigen können. Wilfried Reckewitz wurde 1925 geboren. Er stammt aus Wuppertal. Dort ging er auch zur Kunstgewerbeschule und später zur Kunstakademie in Düsseldorf. Er ist ein Schüler von Ernst Matthari und Otto Pankok. Zuerst hat er nur gegenständliche Bilder gemalt, Aquarelle, mit viel leuchtender Farbe, Pariser Szenen und Landschaften. Das Ganze hatte einen impressionistischen Charakter. Um 1960 dann allerdings, innerhalb von 2 Jahren, veränderte er seine Malweise zur Abstraktion. Auch hier, wie Sie sehen, die intensiven Farben. Außerdem wendet er sich später dann der Glasskulptur zu. Er hat viele erfolgreiche Ausstellungen gehabt, überall in der Welt, in Amerika, in England, in Polen, Schweden, Österreich und Italien und natürlich in vielen Galerien Deutschlands. Und heute hängen seine Bilder hier. Ja, jetzt mache ich gleich weiter, meine Damen und Herren. Wir haben gar kein spezielles Thema heute Abend, sondern wir haben vielleicht 2 oder 3 Themen, je nachdem, was unsere Gäste so anbieten, aber ich denke, es sind hochinteressante Gäste im Grunde genommen. Sie haben sie ja eben alle vorgestellt gesehen. Sind es Gäste, die jeder für sich alle einen gemeinsamen Nenner haben, nämlich, dass sie etwas bewegen, dass sie etwas verändern wollen. Herr Möllemann, ist es unter diesen Umständen trotzdem richtig, mit Ihnen anzufangen? Ja, das frage ich mich auch und habe Sie vorhin schon gebeten, eine Sekunde darüber nachzudenken, ob wir nicht mit meinem charmanten Gegenüber, der Präsidentin, anfangen sollten. An Frauenbewegung können wir gut mit einem Mann anfangen. Ja, Sie haben mehrere Vorschläge gemacht. Sie hätten auch ganz gerne mit BAP angefangen und sich zum Beispiel den Titel Verdammt lang her noch mal vorspielen lassen. Ja, verdammt lang her, das stimmt schon. Wenn ich mir überlege, verdammt lang her, das ist jetzt
von 1966 bis 68 her ist, dass ich studiert habe. Ach, das immerhin, aber haben Sie. Glaubt einem kein Mensch. Ja, doch, man muss es sich gelegentlich in Erinnerung zurückrufen. Sie sind Lehrer. Das ist wahr. Ich mach's aber schon seit langem nicht mehr. Die Leute denken immer, sie haben Fallschirm studiert. Das habe ich gerne gemacht, mache ich immer noch gerne. Ist ein toller Sport. Kann ich Sie nur gerne zu einladen. Sind Sie schon mal gesprungen? Nee. Wir haben so eine neue Disziplin, Tandemspringen. Dann nehmen wir Leute, die sich selbst nicht trauen, auf den Bauch und springen mit einem etwas größeren Schirm runter. Ich lade Sie ein. Kommen Sie mit. Auf Ihren Bauch? Nein, nicht auf, sondern an. Okay. Ah ja, das ist ja spannend. Das muss aber in Paderborn sein. Und Sie sorgen für die Presse vorher oder muss ich das mitbringen? Und da werden wir uns beide nicht schwer tun. Das organisieren wir gemeinsam, gut. Ja. Das, so die Fragen, die sich aufbringen, ist mal abgesehen davon, Wirtschaftspolitik oder so ernst, wenn wir heute Abend nicht unbedingt werden. Und es steht, glaube ich, im Moment auch kein größerer Skandal an, oder? Keine Wirtschaftspolitik, nicht in den Medien vielleicht? Auch nicht, ist mir nicht bewusst. Ne? Ich habe gehört, da sei ein Urteil ergangen jetzt in Mediensachen gegen Herrn Feller. Das wäre ein toller Ding. Toll. Ist doch ein Skandal, oder nicht? Das gefällt Ihnen auch, ne? Ja, sicher. Franke hat gewonnen gegen den Bayerischen Rundfunk, aber das wird sie uns gleich, glaube ich, noch ausführlicher. Bei Ihnen denkt man ja eigentlich doch immer relativ schnell über Image nach. Und man kommt ja doch schnell nicht nur zu der Vermutung, sondern zu der Tatsache, dass Sie einer der rührigsten sind, der sein Image und seine Karriere 20 Jahre lang sehr intensiv betrieben hat. Und Sie würden doch vermutlich auch sagen, dass sich das gelohnt hat, oder nicht? Mittlerweile schon. Ich glaube schon, dass 20 Jahre, fast 20 Jahre harte Arbeit in Bonn auch Arbeit am Image und Öffentlichkeitsarbeit dazu geführt haben, dass ich politisch einiges bewegen kann. Das ist die Voraussetzung in der Politik, dass man identifiziert wird mit seiner Position, dass die Leute reagieren auf das, was man sagt. Und dazu braucht man die Medien und die Medien reagieren, die Journalistinnen und Journalisten reagieren auf die schlichte Präsentation von Inhalten alleine nicht. Sie wollen in einer Dienstleistungs- und Mediengesellschaft schon auch eine attraktive Darbietung der Inhalte, eine spannende möglichst. Jedenfalls bitten Sie immer wieder darum, dass man das tun möge. Und ich bemühe mich schon, das entsprechend anzulegen. Sie sind ein guter Kohleimitator, habe ich neulich gesehen. Wollen Sie noch mal ein bisschen? Es ist ja immer wieder schön, man hört es immer wieder gerne, auch von anderen. Der Bundeskanzler ist gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, hat sich gut erholt und das wollen wir Sie jetzt nicht strapazieren. Sie möchten ihn gerne schonen. Ja, da haben Sie richtig Prügel gezogen, ne? Da hat er Ihnen irgendwie am Kabinettstisch gesagt, Junge, so nicht mit mir, oder wie? Es ist ja vielleicht auch ein bisschen weitgehend, wenn ein Kabinettsmitglied sich die Freiheit nimmt, eine Parodie vorzunehmen. Das kann Hildebrand besser als ich, das wohl war. Ja, ich meine, Kölnern liegt es ja nahe, dieses SCH mit dem CH immer zu verwechseln, also Geschichte und so. Also Sie haben richtig geübt vermutlich, ne? Nö. Also wenn man aufmerksam zuhört, dann kommt man ja zwangsläufig darauf. Ich will Ihnen sagen, Frau Marx, dass man den einen oder anderen schon ganz gut nachmachen kann und ich will es betonen. Jetzt mal eine... Das war offenbar ganz gut. Was ist denn mit Genschmann? Können Sie den auch? Nee, das verbietet mir meinen Respekt vor meinem väterlichen Freund. Aber Graf Lambsdorff, das ist aber Gensch hat jetzt durchgesetzt, dass bei uns der Große in der FDP nur noch Halleluja heißt. Ja, und Sie, da sind wir, ja, und Sie sagen dann, der Parteitag findet in der Halle Münsterland statt. So ist es. Ja, man muss es nochmal deutlich machen für die Menschen, die es nicht sofort verstehen. Der Genscher stammt aus Halle und hat eine besondere Nähe zu Halle. Auch der Generalsekretär kommt aus Halle. Der Angehende. Ja. Wir haben Frau Schmalz-Jakobsen als Generalsekretärin, aber demnächst wird Herr Lühr das werden. Ich nehme an, Sie wollen ja auch noch was werden in der Partei. Sie haben Ihren zweiten Wohnsitz bereits in Halle. Ich bin schon was in der Partei. Ja, Sie wollen ja noch mehr werden. Ich meine, es reicht Ihnen ja nicht. Es gibt Menschen, denen reicht das, was Sie sind, Ihnen aber nicht. Da haben Sie recht. Aber es eilt nicht so. Es kommt eigentlich von selbst. Jetzt allmählich. Ich habe so ein Zitat von Klaus Habrecht über Sie mal gelesen, das finde ich schon sehr witzig. Der hat mal so über Sie gesagt, er ist der Zeitgenosse schlechthin. Er verhält sich wie alle, er redet wie alle, er sieht aus wie alle. Irgendwie ist da was dran. Und deswegen haben Sie mich eingeladen. Ja, nein, wir wollen natürlich von Ihnen den Beweis des Gegenteils. Das ist eine große Herausforderung. Ja, der stelle ich mich jetzt. Deswegen bin ich ja gekommen. Ja, machen Sie mal. Ja, und weiter. Und weiter? Ja, ich meine, irgendwie, Sie müssen noch was drauf haben heute Abend. Ja, ich fand, das reichte schon, aber ja gut.
Sie haben eben gesagt, Sie wollen was bewegen und Sie wollen Ihre Position klar machen. Das ist aber auch ein Punkt, wenn ich jetzt mal so die ernstzunehmende Presse, wenn ich mal die Zeit oder die Süddeutsche meine, nehme. Die sagen immer, der hat so eine ganz gute Art und Weise zu verkaufen. Er hat auch seitdem er Wirtschaftsminister ist, am Anfang Tatkraft gezeigt, aber irgendwie wird nie deutlich, für was er eigentlich steht. Sie haben jetzt die Gelegenheit, mal mehreren Menschen zu erklären, für was sie stehen. Ja, ich finde das sowieso faszinierend, wie Journalisten offenbar Klischees brauchen. Das ist merkwürdig, wenn man ein Etikett einmal hat, verliehen bekommen hat, dass dann die Neigung sehr groß ist, das zu pflegen und sich selbst von der Notwendigkeit zu lösen, sein Urteil gelegentlich zu überprüfen. Das scheint vor kurzem mal geschehen zu sein, als nämlich die von Ihnen angesprochene Veränderung in den Kommentaren der Zeitungen und auch der elektronischen Medien erfolgte. Ich bin jetzt 6 Monate im Amt als Wirtschaftsminister, deswegen bin ich mal gespannt, wie es in den nächsten 6 Monaten sein wird. Also mein Hauptziel ist es, dafür zu sorgen, ein bisschen dazu beizutragen, mir kann das ja nicht sein, dass möglichst viele einzelne Menschen einen möglichst ausgeprägten Freiheitsraum haben, möglichst wenig beeinträchtigt durch Gewerkschaften, Kirchen, große Gruppen, Klischees, Vorurteile. Und dass diejenigen, die das alleine nicht verwirklichen können, in einem Staat, der stark genug ist, wohlhabend genug ist, Hilfestellung bekommen von den vielen, die es können. Und das ist eine liberale Zielsetzung, für die sich einzusetzen sich lohnt. Jetzt würde ich ganz gerne das Gespräch mal so auf die größere Gruppe erweitern. Vor dem Hintergrund der Tatsache oder also vor dem Hintergrund der Ereignisse, die wir jetzt eine Woche lang doch alle wahrscheinlich sehr intensiv miterlebt haben, und der Tatsache, dass ja doch eine ganze Reihe von politisch, sagen wir, sehr orthodoxen und konservativen Philosophen seit etwa einem Jahr schon sozusagen das Ende der Geschichte voraussagen und eigentlich behaupten, nun gut, der Kapitalismus ist die einzig lebenswerte Form auf der Welt ohnehin. Wir haben gesiegt, also reden wir, der Rest ist sozusagen Abfallmaterial für die Geschichte. Daraus könnte sich natürlich leicht entwickeln, Frau Süssmuth, so eine Laxheit in dem Besinnen auf die eigenen Kräfte, dass man selbst noch was zu tun hat, dass diese Gesellschaft auch reformbedürftig ist. Wie sehen Sie das? Also ich erlebe diese Zeit als eine Zeit massiver Wendepunkte, aber nicht als das Ende der Geschichte oder als Vollendung der Geschichte. Im Gegenteil, die Herausforderungen werden von Tag zu Tag größer, uns selbst gegenüber. Ich erlebe auch viele Menschen, die sagen, also ich fühle mich fast überfordert, es geht uns ja in der Politik nicht anders. Und gerade das, was sich in Osteuropa vollzogen hat, ist ja nicht Ende, sondern neuer Anfang mit allen neuen Unwägbarkeiten. Und wir stellen jetzt plötzlich fest, die Aufgaben sind noch viel größer geworden. Wir haben eine neue Weltwanderungsbewegung. Wir wissen nicht, wie wir der Armut in der dritten Welt Herr werden sollen. Wir haben die ökologischen Bedingungen überhaupt noch nicht im Griff bei all dem, was wir hier gegenwärtig tun. Und sicherlich, sage ich Ihnen, ich habe ein Glücksgefühl mitempfunden, als ich die glücklichen Menschen in Moskau sah, wo ich dachte, die haben nicht ein Pfund Fleisch mehr im Topf, aber strahlen eine Entspanntheit aus. Hoffentlich müssen sie nicht in kurzer Zeit wieder unter Druck stehen. Also wir sind überhaupt nicht am Ende, sondern vor neuen Herausforderungen in der Geschichte. Und so einfache Klischees, natürlich ist der Ende, haben wir ein Ende des Kommunismus, auch sozialistische Strukturen. Ich sage wie Herr Möllermann, lass die Menschen endlich frei sein, aber nicht allein sein in der Freiheit. Und was man alles mit der Marktwirtschaft machen kann, das haben wir ja unlängst erfahren. Deswegen ist ganz entscheidend, wie man mit dieser Marktwirtschaft sozial und verantwortlich umgeht. Stichwort Sozialdarwinismus des Binnenmarktes. Ist das ein verantwortlicher Umgang mit der Marktwirtschaft? Ist das die große Perspektive für die europäischen Bürger, dass sich diese Länder der EG nicht mal auf eine verbindliche Sozialkarte einigen können? Ist das Ihr liberales Selbstverständnis oder vielleicht sogar soziales Selbstverständnis von Marktwirtschaft? Ich vergleiche einfach unsere bestehende Ordnung mit allen anderen real bestehenden. Da finde ich, sieht sie so schlecht nicht aus, deswegen hat das mit Darwinismus nichts zu tun, aber sie hat eine Menge Mängel und eine Menge kritischer Köpfe und Geister,
auch hier, die sich trauen, diese Mängel anzusprechen und sie abzustellen. Und die Frage ist, ob es eigentlich Zufall ist, dass eine Ordnung, die so sehr auf das einzelne Urteil, den Einzelnen abhebt, verhältnismäßig doch besser auch mit Problemen fertig wird, als diejenigen, die immer wieder völlig auf das Kollektiv abgehoben haben und die alle zusammengebrochen sind. Deswegen, es ist mir schon lieb, wenn es klappt, bis Ende 92 in der EG auch über Sozialfragen einen Konsens herbeizuführen. Aber dass der EG Wirtschafts- und Sozialraum, den es heute schon gibt, egal wo ich hinschaue auf der Welt, doch Modell setzt für andere Entwicklungen, kann man nicht bestreiten. Also ich finde schon, dass man das sagen kann. Trotzdem denke ich, dass so recht Sie natürlich haben. Eine Welt von morgen wird sich nicht organisieren können ohne Freiheit und das Recht des Individuums. Hm. Wir keineswegs dabei sind, die Probleme gelöst zu haben, ganz im Gegenteil. Wenn wir heute Abend hier anderthalb Stunden sitzen, wird das gerade der Zeitraum sein, wo das Stadtgebiet von Köln in den tropischen Regenwäldern ein für alle Mal verwüstet ist. Und das geht so weiter Stunde um Stunde. Wir debattieren zu meinem Entsetzen immer noch darüber, ob wir den Jäger 90 für 100 Milliarden Mark brauchen. Die Amerikaner geben für 100 Milliarden Dollar den Lockheed-Werken 2 Monate nach dem Golfkrieg einen Bomber in Auftrag, eine Offensivwaffe für die Luftüberlegenheit im nächsten Jahrhundert. Das alles sind Wahnsinnsprojekte, während 4/5 der Menschen alt am Rand des Hungertuges nacht. Und wir... Und wir sind dann ja sehr inkonsequent. Wir richten in Europa offensichtlich eine Bastion des Wohlstandes ein, die wir mit allen möglichen gelenkten Maßnahmen auf dem Weltmarkt zu verteidigen suchen. Demgemessen haben die Länder in der dritten Welt überhaupt keine Chance. Die Schere zwischen den Preisen für die Rohstoffe und die Fertigwaren driftet gewaltig auseinander. Ich sehe nicht, dass man da etwas täte, um diese Schere wieder abzubauen. Wir haben nach wie vor die Zollschranken, wir haben den Begriff Wirtschaftsasylanten für Menschen, die nichts weiter tun, als aus dem blanken Elend irgendwohin zu emigrieren. Jeder Ratte würden was erlauben, aber nicht Leuten, die aus Äthiopien kommen. Was wir dringend brauchen würden, nach meinem Betracht, ist, dass wir Freiheit vereinbaren lernen mit Gerechtigkeit. Und das sollte ein Erbe des zusammengebrochenen Bolschewismus sein. Das hat Lenin mindestens versucht, wenn auch die Mittel auf dem Wege dahin furchtbar waren. Aber die Frage war doch, wenn ich das nochmal sagen darf, ob das, was sich in Europa als europäische Gemeinschaft derzeit darstellt, einer Art Sozialdarwinismus gleicht. Und das finde ich einfach absurd. Ich habe das mir erlaubt, so zu bezeichnen. Absurd, weil ich finde, dass im Verhältnis, noch einmal, zu allen anderen von Ihnen angesprochenen Bereichen, soziale Fragen bei uns in Europa vergleichsweise besser geregelt werden, aber noch verbesserungsfähig sind. In den anderen Punkten, die Sie angesprochen haben, widerspreche ich Ihnen gar nicht. Ich meine auch, dass es wichtig wäre, bei der Weltklimakonferenz, die jetzt in Brasilien vorgesehen ist, etwas zu tun gegen das Sterben der tropischen Regenwälder. Ich finde das eine Katastrophe, was sich da abspielt. Das setzt voraus die Entschuldung Brasiliens mit 100 Milliarden Dollar. Ja, mit Sprüchen und jetzt kommen wir aber jetzt transparenten allein wird man das nicht bewegen. Ich will nur ein Beispiel sagen, wie man es machen kann. Wir haben jetzt gerade die Konferenz gehabt zum Schutz der Antarktis. Dort hat der deutsche Wirtschaftsminister gesagt, stopp, ich möchte nicht, dass eines der letzten Naturparadiese ausgepowert wird. Und es war die deutsche Delegation, die die Amerikaner dazu bewogen hat, auch stopp zu sagen. Wir haben es hinbekommen. Und ich glaube, wir kriegen das beim Jäger 90 genauso hin. Der Jäger 90 ist das sicherste Flugzeug dieser Welt. Es wird nie eins abstürzen, weil nie eins starten wird. Herr Niedecken, ich wollte ganz gerne von Herrn Niedecken mal einfach ihn auch ein bisschen mit einbeziehen in unser Gespräch. Wie haben Sie denn so diese Woche erlebt? Und was sind denn so Ihre Erwartungen an Politik heute? Also als es losging an dem Morgen, als wir es alle im Fernsehen, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, habe ich es gar nicht geglaubt. Ich gedacht, das ist irgendwie... Welches Datum ist heute, ein Aprilscherz oder was? Weil das ein Ereignis war, mit dem man schon so lange gerechnet hat, dass man jetzt schon nicht mehr damit gerechnet hat. Also ging es mir jedenfalls. Ich glaube, so ging es vielen. Und dann eigentlich Fernsehen nonstop angelassen, immer bei den Nachrichtensendungen wieder laut gemacht und um genau auf dem Laufenden zu sein, um auch genau zu wissen, was ist jetzt und die Daumen gehalten, dass es noch mal gut geht, aber ich habe es eigentlich nicht mehr geglaubt, dass es tatsächlich gut geht. Ich habe gedacht, es kommt zu einem absolut riesigen Blutvergießen. Ich habe also gedacht, dagegen wird der
Bürgerkrieg in Jugoslawien ein Cremeschnittchen sei. Gegen das, was da jetzt passieren wird. Und weil mir war, wir waren ja in der UdSSR, wir haben da gespielt, waren 2 Wochen unterwegs und haben mit Leuten gesprochen. Wir haben gemerkt, schon vor 2 Jahren, wie weit das im Schwung ist, dass man diese Leute nicht mehr zurückkriegen kann. Man kann sie nicht einfach, wie diese Pandora-Büchse war geöffnet. Die konnten wir nicht mehr zurückpfeifen. Und das wäre zu einem Bürgerkrieg gekommen, wenn es nicht im letzten Moment noch anders gegangen wäre. Franca Magnani, wie haben Sie das erlebt? In Italien? Ich habe es in Italien erlebt, ja. Und ich konnte also 3 Tage überhaupt nicht arbeiten, weil ich nur vor dem Bildschirm saß. Ich war wirklich sehr ergriffen. Ja, man stellt natürlich dann allerhand Überlegungen an über all diese Jahre und was eigentlich dieser Traum des Sozialismus für Millionen von Menschen bedeutet hat. Wie viele gestorben sind, wie viele sich geopfert haben, wie viele gefoltert wurden im Namen des Sozialismus. Ja, es stimmt ja nicht, es stimmt ja also sehr, sehr nachdenklich, muss ich sagen. Und gleich hinterher, als man sah, dass eigentlich doch die Freiheit nochmals siegen würde, dann natürlich die ganz große Freude, aber danach gleichzeitig schlich sich wieder ein Tropfen Wehmut. Ich fand also, dass man die großen Meriten von Gorbatschow zu schnell vergessen hat. Denn wenn wir denken, was Gorbatschow gemacht hat, er hat die Hälfte Europas eigentlich befreit ohne Blutvergießen. Er hat Deutschland vereint. Er hat uns eine so neue Hoffnung gegeben. Und in dem Moment war er weg. Nicht nur, es hat sich eingeschlichen, also so Verdächtigen, das war nicht schön. Das war ich fand diesen Auftritt, ja, ich finde, das hat mir sehr weh getan. Ich fand ihn gedemütigt. Das kann aber eigentlich auch nur jemand beurteilen, der in der UdSSR lebt. Man muss da vorsichtig sein. Ja, ich meine, Sie haben mich gefragt, was ich erlebt. Ich habe es auch genau so empfunden. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Was macht er denn jetzt? Aber ich habe also mit Russen in Rom gesprochen, es ist eine menschliche, es war schwer, nicht ein menschliches Mitgefühl zu haben mit Gorbatschow. Denn Jelzin, ich bewundere ihn sehr für seinen Mut und wir müssen ihm alle wirklich sehr außerordentlich dankbar sein, ihm und dem russischen Volk, die also diesem Golpe haben wieder stehen können. Aber ich weiß nicht, wer mehr Mut bewiesen hat. Ein Mann in der aller Öffentlichkeit, umringt von den Seinen, von Gleichdenkenden, in einer großen emotionell bewegenden Revolution, ich meine, es war ja eine Art Revolution, standzuhalten, und ein Mann in der großen Einsamkeit, nicht wissend, ob man ihn als Verräter darstellen wird, alleine, mit den Sorgen, auch um seine eigenen Lieben. Also ich fand, wenn es stimmt, dass Gorbatschow so wirklich nicht nachgegeben hat, finde ich das eine Größe, die wir nicht vergessen sollten. Also ich bin Gorbatschow sehr dankbar, neben Jelzin natürlich. Ich finde das wichtig, dass Sie das sagen, weil es gilt ja darüber hinaus, sich mal vor Augen zu führen, welche Brutalität auch in der Politik stattfindet. Ja. Wirklich nach dem Muster, Hosianna, Hosianna, kreuzige ihn. Und deswegen habe ich dies auch ein Stück weit so empfunden. Also der Putsch wäre nicht überwunden worden, ohne das, was Gorbatschow dort geleistet hat. Er hat doch für mich ist das Ermutigendste, dass da ein Mensch auf die Waffen springt und die Panzer nicht mehr das Vermögen, weniger Vermögen als dieser Mensch mit seinem Feind. Das ist in der UdSSR schon lange vorbei. Das wissen wir alle. Trotzdem gilt es, seine Leistung zu würdigen. Denn das können wir von hier aus gut. Ja, trotzdem, es ist auch unsere Pflicht. Das finde ich auch. Und dann war noch diese Überlegung, dass vielleicht doch wir alle verstanden haben, dass wenn eine Bewegung, so wie die sozialistische es war, die uns doch so viele Hoffnungen gegeben hat, jegliche Bewegung, die elementarsten Grundsätze der Humanität vergisst, ist zum Scheitern verurteilt. Und das ist doch etwas, das wir alle lernen müssen. Sie haben ja eine persönliche Biografie in der Hinsicht. Ja, also, ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Es hat ja wohl kaum ein Land gegeben, in dem innerhalb eines Staatswesens, also wir hatten Ost und West, aber in Italien selber waren die Auseinandersetzungen zwischen den Konservativen, den Christdemokraten und den Sozialisten und Kommunisten ja doch in den Ende 40er, 50er Jahren von einer ungeheuren Vehemenz und Sie waren mitten da drin. Sie haben am eigenen Leib oder eigentlich mehr am Leibe Ihres Mannes erfahren, was es heißt, wenn man von den Kommunisten geächtet wird und das ist eine Situation gewesen, in der Sie zu Ihrem Mann gestanden haben, aber das war auch so ungefähr alles.
Ja, wie meinen Sie das war ungefähr alles? Naja, ich meine Ihre Familie zum Beispiel nicht. Und, ja, das war das Drama. Die alten Parteigenossen nicht. Genau. Er war ein Heretiker, er wurde ausgesondert, er war geächtet, sie wurden verfolgt, sie wurden verleumdet. Es war alles, was man eigentlich kennt aus totalitären Systemen. Ja, und das in einem freien Land. Ja, also damit meinte ich eben, dass eine Bewegung, die elementarste Pflicht der Humanität vergisst und der Menschenachtung, dass sie einfach zum Scheitern verurteilt ist. Das meinte ich. Nun muss ich ja vielleicht noch mal eben ein bisschen früher anfangen. Ich muss Sie nicht vorstellen. Trotzdem tue ich das natürlich gerne, weil ich auf den vorhin angesprochenen Prozess auch gerne noch mal zurückkommen müsste. Franca Magnani war jahrelang, 23 habe ich irgendwo gelesen, Korrespondentin der ARD im römischen Büro. Erschien pro Jahr an die 100 Mal auf dem Bildschirm und dieses änderte sich, als ein Korrespondent namens Wolf Feller, der heute Fernsehdirektor im Bayerischen Rundfunk ist, dort erschien und sie kaltgestellt hat. Ja, das kann man wohl sagen. Nicht nur hat er sich kaltgestellt, ich habe zu meiner großen Verblüffung gelesen, dass er mit Ihnen einen intensiven Briefwechsel von Zimmer zu Zimmer geführt hat. Ja, das war eigentlich etwas sehr Mühsames. Denn ich hatte gehört, dass wenn man nicht antwortet, man ihm sozusagen erklärt, Sie haben recht, ich habe nichts mehr zu erwidern. Und als man mir das erklärt hat, ging ich natürlich sofort ans Schreiben, ich musste wieder antworten. Von Zimmer zu Zimmer? Zimmer zu Zimmer, sondern ein Gang hat uns getrennt, aber da liefen bis drei... Gab es einen Boten, der die Hauspost hin und her brachte? Nein, ich habe es schon so geschoben. Das war also bis zu drei Briefen am Tag. Und das war, also ich finde, nicht viel, dafür hätte mich der Beischrupfung zahlen sollen, nicht dafür. Sie sind kaltgestellt worden, weil, wie der Vorgänger von Herrn Feller auf dem... Posten des Fernsehdirektors ebenfalls zu Protokoll gegeben hat, es einen Druck gegeben hat, weil sie mit einem Kommunisten verheiratet war. Ja. Und weil es in einem strengen christsozialen Sender nicht wirklich möglich sei, oder jedenfalls mit christsozialen Rundfunkräten, und dass man eben die Frau eines Kommunisten auf einem solchen Posten hätte. Und man hat sie dann kaltgestellt, das heißt, sie durften grüne Stücke machen und dann eigentlich gar nichts mehr. Ja. Nein, immer weniger, doch. Also ich meine, mit anderen Dingen habe ich mich schon befassen müssen, können, dürfen, aber es wurde nie mit mir abgesprochen. Wenn man mir gesagt hätte, also möchten Sie nicht auch einen kulturellen Teil übernehmen, hätte ich das sehr gerne getan. Aber es war immer so ein unsicheres Gefühl, einmal das aber nicht. Und dann setzte man mir natürlich sehr viele freie Mitarbeiter vor die Nase. Und das war natürlich auch für mich dann sehr schwer, überhaupt etwas Selbstständiges zu machen. Das heißt, Sie saßen da in Lohn und Brot bei vollem Gehalt und die Arbeit machten freie Mitarbeiter. Und reicher Sender offenbar, nicht? Ja, hatte ich auch ein Gefühl, das war mir auch unbehaglich, auch gegenüber der Gebührenzahlung. Das Gefühl zu haben, ich sitze da und ich bilde mich auf Kosten des Bayerischen Rundfunks. Ich habe natürlich lesen müssen, und zwar, also ich musste ja nichts, ich dürfte nicht etwas anderes machen. Und ich las natürlich über Sie Themen, die man... mit einem Gehalt und lasen sich immer Bildung. Um 9 Uhr kam ich und um 18 Uhr ging ich. Also immer. Wunderbar. Nun muss man also sagen, Sie haben dagegen geklagt, Sie haben sich das nicht bieten lassen, man hat Ihnen nahegelegt, zu kündigen, als irgendeine Altersgrenze erreicht war? Nein, das hat man mir schon nicht nahegelegt. Man hat mich nur gefragt, warum gehen Sie nicht? Aber ja, das hat man mich sehr oft gefragt. Sie gingen nicht? Nein. Und nein. Dann hat man Ihnen aber doch tatsächlich, 87 war das richtig ordentlich gekündigt. Warum 87 hat man wegen Vertrauensstörung. Und das war doch schon längst das Vertrauen gestört, 10 Jahre zuvor. Sie waren zu einem Gespräch mit Wolf Feller mit Ihrem Anwalt erschienen. Nein, ich hab gesagt, ich werde erscheinen. Ich bin ja gekommen, ich war in Mailand, habe dort gedreht. Und ich habe gesagt, gut, ich habe diese Aufforderung erhalten, sofort die Aufnahmen zu unterbrechen und zu erscheinen. Ich bin angekommen, habe angerufen, ich bin hier. Aber ich möchte Ihnen mitteilen, ich darf nach italienischen Usus und nach italienischen ethischen Moral, wenn einem Rechtsstreit ist, nur mit meinem Rechtsanwalt erscheinen. Ja, und dann ging der Teufel los. Und dann hieß es, also das wird nicht ohne Folgen bleiben, Sie haben zu gehorchen, ich bin Ihr Vorgesetzter. Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, Franca, dass es auch so eine ganz normale Rivalität war. Man muss ja bedenken, dass Sie mit 100 Sendungen im Jahr eine außerordentlich erfolgreiche, bis heute noch hochbekannte Person geworden sind, deren Bücher sich an die 100.000 verkaufen, auf der Bestsellerliste im Spiegel stehen, während Wolf Feller mit seinen präpotenten und unendlich langweiligen Geschichten sich heute ja mindestens...
sich heute ja mindestens 4 Schals kaufen müsste, um beim Publikum präsent zu sein. Aber ich sehe, wer weiß denn heute, wer Wolf Heller ist, außer in Bayern? Das weiß doch keiner. Also ich sehe die Sendungen, ich sehe leider keine Sendungen in Italien des Bayerischen Rundfunks. Ich würde sie sehr gerne sehen. Ja, man sieht aber es ja ist wirklich sehr schade, wenn Sie sich vorstellen, dass man eben so wenig berichtet, auch aus einem Land. Natürlich steht heute ja Italien nicht so im Mittelpunkt wie zur Zeit für die 68er Jahre und so weiter. Italien hat jetzt nicht mehr, ist nicht mehr so ein Pilotland. Aber ich glaube, es gäbe noch sehr viele Themen, die zu machen wären. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir alle in allen europäischen Ländern viel mehr voneinander erfahren würden. Und wenn man wenig sendet und was ich so höre, wird über Italien wenig eben, wenn das stimmt, was ich höre, dann tut es mir sehr leid. Aber lass uns das mal eben abschließen, weil das Ding hat ja eine erfreuliche Pointe. Sie haben gewonnen. Ja, also der Richter hat also festgelegt, dass meine Kündigung also unrechtmäßig ist. Wo man mir nicht recht gegeben hat, ist, dass ich nicht beruflich rückgestuft worden bin, was ich dagegen behauptet habe. Aber dazwischen ist noch eine andere Frage aufgegangen, nämlich mein ganzes Dossier, das Dokument, das ich vorgelegt habe vor dem italienischen Gericht, ist verschwunden. Hat es jemand geklaut? Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber das ist nicht mehr da. Die bayerische Schalk-Connection vermutlich. In Italien verschwinden viele andere Dinge ohne Bayern. Aber das heißt, im Prinzip haben Sie gewonnen. Der Bayerische Rundfunk muss von 1987 bis jetzt Ihr Gehalt nachzahlen. Ja, ich bin wieder eine. Sie sind wieder eingestellt? Ich bin wieder eine Angestellte des Bayerischen Rundfunks. Ob Sie es wahrnehmen wollen oder nicht, ist also Ihre Sache. Aber nach also ich wette, Sie werden nicht franker. Sie wetten? Ich wette, Sie werden es nicht wahrnehmen. Ja, das wunderbar. Schauen, die was ist hier ein Schild drin? Einrichten, Franka Magnani an der Tür und so. Telefon verzeichnen. Könnte ich offiziell, ja. Wollen Sie? Das sagen wir jetzt nicht, das müssen Sie. Nein, das sage ich nicht. Nein, ich habe noch vieles vor. Sie haben ein ungeheuer erfolgreiches Buch geschrieben, das muss ich jetzt schnell noch sagen, obwohl ich denke mal, viele Leute kennen, weil sonst könnte es ja nicht so. Über 2 Jahre ist es jetzt? Nein. Anderthalb? Ein Jahr. Nein. Auf der Bestsellerliste. Es geht und geht dort nicht weg. Es heißt eine italienische Familie. Das ist natürlich nun eigentlich ein bisschen ein Euphemismus. Nicht? Also oder ein bisschen bescheiden. Weil Ihre Familie, ein antifaschistischer Vater, ein kommunistischer Mann, eine Exiljugend in Frankreich und in Zürich, umgeben von den großen Namen der italienischen linksorientierten Politik, ist natürlich nicht eine italienische Familie. Und ich habe, als ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, und das führt uns zurück auf das, was man eigentlich heute bewegt oder nicht bewegen kann. Wären Sie 50 Jahre später geboren worden, könnte so ein Buch natürlich überhaupt nicht mehr erscheinen. Ja. Sie hatten in Ihrer Biografie und im Exil den Abessinienkrieg, den Spanienkrieg, den Zweiten Weltkrieg, die großen Auseinandersetzungen zwischen links und rechts, in Italien, während wenn Sie nun anfangen oder Sie schreiben in 40 Jahren eine Biografie, ist die Frage, ob das eigentlich so brillant ist. Gehen wir trotz aller Veränderungen eigentlich in eine langweiligere Zeit? Ich muss das noch mal sagen. Also, als Sie das gerade sagten, habe ich gedacht, woher weiß sie eigentlich, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt und was die nächste Generation. Ja, aber die großen Figuren der Politik, es wird doch neue geben. Es wird doch neue geben und es sind doch schon neue wieder da. Die Vergangenheit hat doch nicht immer nur die größten gehabt. Also wenn wir so Politik machen, werden wir. Ich bin durchaus dafür, dass wir uns klein machen, aber nicht in einer Weise, dass wir nicht sind. Aber es geht ja Gott sei Dank in Ihrem und unserem Leben im Moment nicht um Leben und Tod. Aber sind es nicht die Situationen? Ich würde eher sagen, es geht nicht um Leben und Tod, aber es geht um Leben und Tod der Menschheit. Also so wie Herr Drewermann eben gesagt hat, jede Stunde Wohlstand mehr bei uns bedeutet ein Stück Wüste anderswo. Da kann es sein, dass es uns hier im Augenblick nicht hautnah vor Augen steht. Aber das kann doch nicht mehr in der einen Welt bedeuten, dass wir so tun, als stünde dieses Problem nicht an. Also ich finde, dass es wahnsinnig aufwühlend ist und gerade umgekehrt erlebe ich die Zeit. Wenn Sie sagen, diese Persönlichkeiten, die eben diese Zeit hervorgebracht hat, aber es sind doch immer diese Situationen, die dann die besonderen Menschen. Natürlich. Also ich glaube nämlich auch, dass wir vor ganz einer sehr bewegten und schwierigen Zeit stehen. Ich sehe so viele Probleme. Ja, nur so ganz anders, nicht? Es ganz ist anders, aber es werden sich wirklich wiederum Personen hervortun, die also besonders engagiert sind und mit besonderem Idealismus
Ja, und auch mit Opferbereitschaft, die wir sie erlebt haben. Also das glaube ich auch, dass trotz der Medien die Chance der Individuen wächst. Wenn es eine Gesellschaft von morgen gibt, dann wird sie gestaltet von den Menschen, die das zu leben wagen, was sie sind. Vielleicht unterhalb der Schwelle von Sein oder Nichtsein, aber auch die Frage von Wahrheit und Lüge ist nicht minder ernst. Ob man sein Leben vertut durch falsche Anpassungen an die Konvention oder gerade steht für das bisschen Wahrheit, das man sieht und sich getraut zu leben, da sind die Auseinandersetzungen eigentlich dieselben. Es gibt immer wieder das gleiche Exil, es gibt immer wieder die gleiche Verfolgung, es gibt die gruppendynamisch gleichen Abwehrschranken gegenüber den Individuen, die Neues versuchen werden. Ob es auf Tod und Leben geht, hängt ab von den Zeitläuften. Mhm. Aber nicht vom Mut, den der Einzelne braucht, sich wahrzumachen. Und das wünsche ich natürlich auch den Politikern. Ja, also ich sehe das auch so. Ich habe eben auch gedacht, als du gesagt hast, so schnell wird ein so brillantes Buch nicht mehr zu schreiben sein, dachte ich an... Buntes. Ja, und da dachte ich an unseren Wolfgang Niedecken, der ein Buch geschrieben hat über die Kölner Südstadt und über ein Leben in der Severinstraße und ein Leben bei Palutinermönchen in Bonn, was schrecklich genug war, und ein Leben über Zugang zu Musik und über Alkohol. Und da dachte ich, irgendwo ist es mindestens genauso spannend und auch genauso wichtig. Denn offenbar lesen es ja auch eine ganze Reihe von Anhängern. Also ich habe es zum Beispiel gelesen, aber es verkauft sich auch gut. Und Leute wollen so eine typische, auch einfache Geschichte natürlich lesen und nicht nur die großen Geschichten. Wie sehen Sie das? Ja, es ist einfach eine Frage, inwiefern man dieses Brennglas, mit dem man dieses globale Ding betrachtet, ein bisschen kleiner schraubt und guckt, was machen die Einzelnen innerhalb dieses großen Kosmos. Ich glaube, da gibt es einen ganzen Haufen kleine Geschichten, die von uns unbemerkt bleiben werden, weil diese Leute keine Bücher schreiben, weil sie keine Möglichkeit haben, das rauszubringen. Die irgendwo sind und Anwälte für das brauchen, was sie eigentlich wollen, beziehungsweise dafür, die eine Lobby dafür brauchen, für das, was mit ihnen passiert, was man mit ihnen machen will, die aber nicht die Möglichkeit haben, damit in die Öffentlichkeit zu kommen. Siehe die Roma beispielsweise. Ja, ich wollte auch gerade sagen, denn ich empfinde Ihr Buch zum Beispiel auch als ein durchaus politisches Buch. Jetzt mal ganz abgesehen von den unterschiedlichen Bemerkungen und Kapiteln, die Sie über Ihre eigene Sozialisation, über die eigene Hinwendung zur Politik und dann wieder den Abstand zur Politik und die Angst vor Ideologien und Dogmen beschreiben, finde ich das ein durchaus politisches Buch, weil es sich mit den Alltagskämpfen der Menschen und ihren insbesondere beschäftigt und weil es auf eine sehr authentische und sehr selbstständige Art und Weise auch natürlich urteilt und Positionen bezieht. Und daraus erwächst, aus diesem Selbstverständnis erwächst wahrscheinlich auch so ein Engagement, wie jetzt mit den Roma. Ja, ich denke, dass wenn man die Möglichkeit hat, etwas bekannt zu machen, wo etwas im Argen liegt, und diese Möglichkeit nicht nutzt, sich aber stattdessen ständig vor 10 Jahren auf die Bühne stellt und singt Kristallnacht und kriegt dafür immer wunderbar Applaus. Und dann, wenn es dann wirklich konkret wird, kneift, dann ist irgendwas falsch, denke ich mir. Und die Vergleiche zwischen dem, was den Roma heute passiert und dem, was mit den Juden im Dritten Reich passiert ist, das hinkt, das weiß ich ganz genau. Aber die Parallelen sind auf jeden Fall da. Und da muss man darauf hinweisen. Und wenn ich die Möglichkeit nicht wahrnehme, dann komme ich wieder auf das Buch zurück. Dann kann ich meinem vielgescholtenen Vater, den ich also ständig des nicht vorhandenen Zivilcourage bezichtige, dem kann ich dann nicht mehr sagen, wieso hast du es nicht damals, wieso hast du nichts gemacht? Und ich sehe, wie unangenehm dieses Thema heute der Mehrheit ist, wie unpopulär das Thema Roma, Bleiberecht der Roma in unserer Gesellschaft ist. Die Leute haben keine Lobby, die haben noch nicht mal ein Tabu, hinter dem sie sich verschanzen können, was die Juden immerhin haben. Da wagt man sich nicht dran. Während dann die Roma, die sind einfach freigegeben, da kann man draufknüppeln, die kann man wegschicken in ein Land, in dem Bürgerkrieg herrscht. Bildet man sich jedenfalls ein. Und man kann sich auch noch einbilden, man hätte den Stein der Weisen gefunden, man hätte eine neue Flüchtlingspolitik. Dann bildet sich wirklich noch was drauf ein. Und das ist schmählich für ein Volk, was in unseren Konzentrationslagern umgekommen ist. Wollen wir den Herrn Wirtschaftsminister? Mal kurz fragen, ob er eine Lösung für diese jetzt ja doch sehr aktuelle, ich meine, die sitzen in einem Camp da in Düsseldorf in der Nähe des Landtags. Am 15. September findet, glaube ich, ein Solidaritätskonzert statt.
Ja, wir machen wieder mal ein Solidaritätskonzert. Das ist eine problematische Angelegenheit, weil damit, das ist immer so eine Gut, Sie tun das, was Sie tun können. Wir tun das, was wir tun können. Was kann jemand wie er machen? Wir haben im Augenblick ja eine sehr intensive Debatte über das Thema Asylrecht. Und wir haben das heute bei uns im Präsidium nochmal besprochen. Sie wissen, dass die FDP im Augenblick von allen sogenannten klassischen Parteien die einzige ist, die sagt, wir wollen auch nicht durch einen Zusatzartikel, durch eine Ausführungsbestimmung, das Grundrecht auf Asyl antasten lassen. Das ist so. Das ist auch meine Position. Jetzt konkret bezogen auf die Roma. Ja, das gilt für alle politisch Verfolgten. Und ich finde schon, dass es gut ist, dass man sagt, man schiebt in Bürgerkriegsregionen nicht ab. So haben wir es auch mit Menschen gehandhabt aus dem Libanon, vernünftigerweise, und auch in anderen Regionen. Das ist, glaube ich, gut. Also ich plädiere dafür, dass wir das im Grundgesetz geschützte Asylrecht nicht antasten. Und wir versuchen, das Notwendige dafür zu tun. Wir sehen nur im Augenblick ein ziemliches Herumgewackele, muss ich mal sagen, oder Herumgeeiere bei beiden großen Parteien in dieser Frage. Frau Süßmuth, haben sich ja außerordentlich unbeliebt gemacht in Ihrer Fraktion, als Sie dafür plädiert haben, dass das Asylrecht nicht angetastet wird. Also ich sage das heute Abend auch nochmal. Es hat mich, geht gar nicht darum, es wird mir ja vorgeworfen, Blauäugigkeit, dass wir Handlungsbedarf haben. Aber für mich ist das politische Asyl ein so wichtiges Recht, dass ich Dinge wie Gnadenrecht auf Asyl, dies muss ich mit allem Nachdruck zurückweisen. Und jetzt komme ich aber auf das Konkrete zurück. Ich bin der Auffassung, dass wir gerade bei den Sinti und Roma eine ganz besondere Verpflichtung haben, weil wir in der Nachkriegsgeschichte gerade ihre Verfolgung stark verdrängt haben, nicht aufgearbeitet haben. Es geht gar nicht darum, 7 Millionen Sinti bei uns jetzt aufzunehmen. Das könnten wir auch gar nicht leisten. Aber ich nehme ein Stück weit die nordrhein-westfälische Regierung in Schutz, denn sie hat jetzt nicht in Regionen ausgewiesen, die vom Bürgerkrieg bedroht sind. Das ist auch vom Grundgesetz verboten. Aber das wollte ich noch mal festhalten. Nur ist hier unsere klare Aussage, ich weiß, sie gehören zu den unbeliebtesten und am stärksten abgelehnten Gruppen. Es ist in unserem Volk nicht bewusst, was wir ihnen angetan haben. Und ich fürchte, es ist im Ausland zum Teil schon bei unseren Niederländern bewusster. Sie sind nicht weniger verfolgt worden, als viele Juden grausam verfolgt worden sind. Deswegen gibt es hier eine ganz besondere Verpflichtung. Das ist ja heutzutage üblicher, als das früher war, dass Musiker wirklich Partei ergreifen. Sie haben das häufig gemacht. Sie waren in Nicaragua, Sie waren in Mosambik, Sie waren, glaube ich, die erste Rockband, die in China spielen durfte. Sie haben eben schon gesagt, Sie waren in der Sowjetunion. Kommt dieses Engagement so plötzlich, weil in einem bestimmten Land passiert irgendwas, oder entspricht das, sagen wir mal, einem großen Weltkoordinatensystem, wo Recht und Unrecht sehr bewusst wahrgenommen werden und dann also, muss was passieren? Nein, also mit der großen Berufung ist da nicht. Also das sind Gelegenheiten, Einladungen, die ausgesprochen werden, und je nachdem, wie das gerade zeitlich möglich ist, wird das dann gemacht oder es wird sein gelassen. Es hat Gott sei Dank viermal möglichst viele in der Band interessiert. Ich bin ja zweimal mit Bab da gewesen und zweimal mit meiner sogenannten Hobbyband, mit den Komplizen war ich unterwegs. Und das war auch eine ganz große Portion Neugier, muss man dazu sagen. Einfach das zu sehen, dort was aufzuschnappen, etwas mit herzubringen und hier seine Relationen wieder neu zu ordnen. Also als ich aus Mosambik zurückkam und ich bin in Paris auf dem Flughafen gelandet zum Zwischenlanden. Und ich las die erste deutsche Zeitung wieder. Da habe ich gedacht, ich spinne. Wovon schreiben die denn hier? Was interessiert die denn hier? Ich war gerade am Vortag noch in einem Heim, wo zwangsrekrutierte minderjährige Kinder über das berichtet haben, was man mit ihnen gemacht hatte. Und das war sowas von grausamer, von dieses
schlimme Worte betroffen machen, das ist ja mittlerweile, das kann man ja gar nicht mehr benutzen, aber das hat mich dermaßen betroffen, dass ich gedacht habe, was wollen die denn hier mit ihrer so und so viel Stundenwoche? Haben die noch einen? Haben die sie noch alle hier? Sie gelten ja so bei allen Zeitungsberichten, die ich jetzt noch mal gerade über Sie nachgelesen habe, da kann man ja verfolgen, eine bestimmte Art und Weise der Beurteilung Ihrer Persönlichkeit, da steht immer grundanständig, grundsolide, grundehrlich. Jeder Politiker, Herr Möllmann zum Beispiel, würde sich freuen, wenn über ihn so geschrieben würde. Ne? Würden Sie doch. Also ich meine, wenn das die herausragenden Kennzeichen wären, würden Sie doch nicht widersprechen also wollen. Sie pflegen Ihre Klischees aber auch wirklich mit Genuss. Ja, ne? Bei Ihnen mit größtem Vergnügen. Das glauben Sie mir nicht, übel. Ja, doch, es stört mich doch ein bisschen allmählich. Gut. Grundanständig, grundehrlich und grundsolide. Wo, wie kommt so ein Image? Doch keinen Biedermann aus dem Leben. Ja, da, aber das liest man, das so liest man es, in es der... Es so sauer gewachsen. Es, ja, es liest, es in jeder Zeitung steht es. Wie kommt das? Ich muss mir langsam was überlegen, dass ich diesen Heiligenschein los werde. Irgendwie, der klemmt irgendwie. Aber, ja, aber es ist so, ne? Das ist das Image. Ja, das ist ein entstandenes Image, was also irgendwie anscheinend auch nicht kaputt zu kriegen ist. Ich muss mir langsam wirklich mal irgendwie ein bisschen in die Trickkiste... Wir setzen uns nachher mal beim Bier zusammen. Das ich erzähle Ihnen, dass wir das geht. Sie bringen mir das Singen bei. Das grundanständige Singen. Ja, aber wer sagt denn, dass das Gute immer langweilig ist? Was wir sehen, ist, es führt zu einem Engagement, das außerordentlich spannend wird, Konfrontation schafft, Ärger macht. Also doch bloß weiter so. Ja, ich meine, es macht Spaß. Es ist. Nur auch eine ganze Portion einfacher, nur Sachen zu machen, die einen interessieren, wenn man die Gelegenheit geboten kriegt, das zu tun. Also ich würde den Teufel tun und jetzt daran rumfummeln, nur dass dieses Image weggeht. Also ich mache das, was mich interessiert und erfreulicherweise ist das, was mich interessiert, das, was mir den Heiligenschein verschafft hat. Also laufe ich mit dem Ding rum. Das hat aber auch damit zu tun, dass Sie Geschichten erzählen, die Ihnen passiert sind und die damit eigentlich auch jedem passieren könnten. Das ist ja also nicht so ein großes Thema nehmen und so eine große Ökologie-Gesangskiste machen, sondern wenn, hat das irgendwas mit Ihnen zu tun. Ne? Ich glaube, daran liegt auch der Erfolg. Ich gehe halt bei den Texten, die ich mache, die ja nur einen Teil aus dem sind, was Bab macht. Also das ist ja insgesamt auch eine Rockband, die für sich auch erstmal auch in einer anderen Sprache bestehen könnte, glaube ich. Die Texte, die ich schreibe, die haben nur alle was mit dem zu tun, was mich wirklich interessiert. Das ist das Erste. Die erste Maßstab, den ich anlege, interessiert mich das wirklich? Hat das, will das wirklich raus aus mir? Oder ist das bloß Strophenvollschreiberei mit Reimlexikon? Und wenn ich mich dabei ertappe, dass ich sowas mache, dann verschwindet das ganz schnell im Papierkorb und ich warte dann lieber so lange, bis was da ist, was mich wirklich interessiert. Mhm. Kennen Sie Bab, Frau Süßmuth? Der Bab hat mir sehr geholfen bei AIDS. Ah, ja. Das ist wieder das Thema, niemanden auszugrenzen. Ich möchte doch, damit es nicht so im Raum stehen bleibt, sagen, wenn ein Mensch stimmig ist, ist das eine tolle Sache. Mhm. Aber ich möchte weg von solchen Klischees. Also da gibt es die grundanständigen, ehrlichen und so weiter. Und dann gibt es die Gangster, die mit der Trickkiste. Also ich glaube, ja, so war, wir waren ja eben schon fast so weit. Und ich denke, dass in jedem Menschen eine Bandbreite von Verhaltensweisen ist. Bin auch strikt dagegen, dass wir immer nur gucken, wo wir den Menschen zu fürchten haben. Das haben wir jahrhundertelang gemacht. Wenig Vertrauen, am wenigsten Vertrauen in die Frauen, das waren sowieso Wesen, denen man nie über den Weg trauen konnte. Ich meine, aber das ist eine Frage des Images. Wir reden ja jetzt darüber, wie Zeitungen zum Beispiel jemanden beurteilen. Also Möllemann hat seine Erfahrungen damit gemacht, leidvolle sicher auch. Niedecken hat seine, die möglicherweise auch nicht passen. Und Sie Ihrer. Ich weiß auch nicht, ich meine, Sie zum Beispiel gelten, Sie haben eben selbst gesagt, blauäugig. Also Ihnen wird ja auch gelegentlich eine gewisse politische Naivität attestiert. Kein Mensch hat je überprüft, ernsthaft, ob das nun stimmt oder nicht. Sondern das steht dann einmal und wird immer weiter kolportiert und vermutlich ärgert es Sie auch, oder? Ja, deswegen wehre ich mich auch gegen diese Klischees. Ja, Menschen, sie haben eine viel größere Bandbreite, aber die Welt muss immer eingeteilt werden in Gute und Böse. Und dann hat man seine Ruhe. Und wenn wir davon ein Stück wegkämen, wäre schon eine Menge geholfen. Aber nun haben Sie doch selber, Frau Süßmuth, gerade als Sie angetreten sind als Bundestagspräsidentin, also sehr viel von Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit und Lauterkeit und Verlässlichkeit und so gesprochen. Und Ihr Typ steht ja auch dahinter. Also Sie sehen eigentlich nicht so aus, man kommt nicht so auf die Vermutung, dass Sie um den Bundestag herumlaufen und jemanden hinten in die Hacken treten. Das, so sind Sie ja nicht gebaut. Es gibt sicher Politiker, denen man das zutrauen würde. Das heißt, Sie haben natürlich auch schon, ich muss es noch mal sagen, ein sauber gewaschenes Image.
Ja, ich will kein sauber gewaschenes Image, aber wofür es mir nach wie vor wichtig ist, zu kämpfen. Also ich kenne ja meine Fehler wahrscheinlich am besten und andere, die nah mit mir zu tun haben, vielleicht noch besser. Aber ich denke schon, ich möchte, soweit es geht, in der Politik ist das schwieriger als in anderen Bereichen, aber wir alle haben unsere Bereiche, wo wir unsere Anpassungen kennen. Das Allerwichtigste ist, dass ich nicht mit einer Rückgratverkrümmung da rausgehe. Also die Gefahr ist so groß, dass man schweigt, wo man reden müsste. Und jeder kennt die Tage, wo man nicht geredet hat, wo man hätte reden müssen. Und Positionen, obwohl man weiß, die sind noch nicht mehrheitsfähig, dennoch vertreten, weil sie jetzt gesagt werden müssen. Es geht da nicht, da ist eben bei Herrn Möllemann gesagt, es geht nur um Profilierung und Imagepflege. Manche Dinge brauchen geraume Zeit, bis man sie überhaupt durchsetzen kann. Und da ist tägliche Kleinarbeit. Ich denke schon, dass die Politik Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit, Stimmigkeit braucht. Aber ich möchte endlich weg von dem Bild des Politikers. Entweder man ist das eine oder man ist nichts mehr. Wir alle sind im politischen Feld tätig mit unseren Stärken und Schwächen, auch mit unseren Fehlern. Und das möchte ich mit drin haben und ich möchte auch mit meinen Fehlern akzeptiert werden. Nun werden Sie ja zum ersten Mal eigentlich wirklich aus den eigenen Reihen richtig heftig angegriffen, merkwürdigerweise. Oder vielleicht werden Sie auch sagen, das ist der Lauf der Welt von Fraktionskolleginnen. Also Frau Erika Steinbach-Hermann zum Beispiel schreibt Ihnen einen offenen Brief und fragt, ob denn das Amt des Bundespräsidenten nicht zu wertvoll sei, um sich rücksichtslos selbst zu verwirklichen. Man wirft Ihnen Profilierungssucht vor. Das Ganze hat ja einen Hintergrund. Sie haben die Bayern verärgert, am meisten, aber andere auch. Weil Sie nämlich im Juli dieses Jahres in einem Interview gesagt haben, man könne über eine Eheschließung bei homosexuellen Paaren nicht wirklich nachdenken, aber es gebe in diesem Bereich Dinge, die neu zu regeln sind, zitiere ich jetzt. Wenn ein gleichgeschlechtliches Paar ein Leben lang füreinander sorgt, dann muss der Staat dies zum Beispiel im Hinterbliebenenrecht bei der Rente und auch bei der Besteuerung berücksichtigen. Das war nun wirklich. Herr Stoiber sagt, er könne dann gleich über die Teufelsanbetung diskutieren. Über die Teufelsanbetung aber, könne er diskutieren. Darf ich doch mal sagen, ich möchte dringend anraten, als gebürtiger Bayer, nicht dauernd die Bayern mit der CSU gleichzusetzen. Die Bayern sind ausgesprochen humorige, liberale Menschen. Und nur weil ein paar CSU-Leute manchmal ausflippen, soll man nicht also dauernd was gegen die Bayern Union sagen. Die Union in Bayern aus, die hat Frau Süssmuth nämlich ausgeladen und hat gesagt, ein Auftritt von ihr würde 50.000 Wählerstimmen kosten. So, und jetzt nehmen wir das mal ganz gelassen. Ja. Also es hat ja keinen Zweck, die Dinge noch mal hochzuschaukeln. Ist das so ein Thema, was jetzt gesagt werden musste? Also ich habe das auch gar nicht zum Thema gemacht. Und man kann im Nachhinein fragen, hätte ich die Frage ausschlagen sollen oder sie wäre gestrichen worden. Ich habe es gar nicht zum Thema gemacht. Ich habe diese Auffassung, auch die sind Menschen, Menschen, die anders leben als wir. Ich habe klar gesagt, das hat nichts mit Ehe zu tun, ist nicht mit der Beziehung von Mann und Frau vergleichbar. Aber ich muss Ihnen sagen, ich habe zu viele erlebt, ich habe dieses Feld ja auch primär erlebt über AIDS und habe erlebt, was dort geschieht. Und das war der Hintergrund, dass ich gesagt habe, da sind durchaus Regelungen denkbar und auch notwendig. Wenn Sie jetzt erleben, wir haben überhaupt kein Geld mehr für die AIDS-Kranken, weder für Urlaub, die AIDS-Stiftungen bekommen nichts, für Kinder bekommen sie etwas, für die Erwachsenen nicht, weil das eine IGIT-Krankheit ist, Schmuddelkrankheit. Und deswegen halte ich es auch für richtig, das zu sagen. Im Übrigen, die Angriffe waren zu Beginn so, auch von Frauen. Und das hat sich über aber die Jahre... Aber auch von Männern. Ich meine, auch von Männern. Auch Ihr Kanzler ja, weil hat sie, ja gelegentlich ich, geäußert. Gut, ne? Es gehört ja auch dazu. Ich lasse mich ja auch kritisieren. Ich bin durchaus auch für Kritik und für Streitkultur. Aber ich möchte mich nicht... Es geht nicht um Profilierung. Es geht um bestimmte Bereiche, die mir wichtig sind. Keine Ausgrenzung. Dass wir nicht permanent diskriminieren, das sind nämlich diese Ausgrenzungen, da ist dies nur eine Gruppe, das sind die AIDS-Kranken, habe ich Ihnen genannt. Wir haben das jahrhundertelang mit Frauen getan und immer wieder an denselben Themen gibt es eben auch Reibungsflächen. Aber wenn Sie überhaupt nichts wagen, können Sie auch nichts verändern. Haben Sie was bewegt nach Ihrer Vorstellung?
Also ich, keiner bewegt was allein, das muss ich Ihnen sagen. Und entscheidend ist, dass Sie es mit anderen bewegen und nicht nur mit Politikern, sondern das meiste bewegen Sie mit Menschen. Insofern ist diese Geschichte von Herrn Niedecken, wenn was vorankommt, sind immer Menschen da, die mitgehen, sonst bringen Sie gar nichts zu Wege. Ich widerspreche Ihnen, Frau Süssmuth, keiner, das ist eine Theorie, die ist nicht haltbar, keiner bewegt was alleine. Ich glaube, dass wirklich wichtige Impulse eigentlich immer nur von Individuen kommen und nicht von Bewegungen. Es gibt immer den einen oder die eine, die mutig ist und eine Idee hat, auch sie verprügeln lässt dafür. Wir haben vorhin das Thema Gorbatschow gehabt. Der hat den Friedensnobelpreis eben nicht bekommen, weil er auch an der Spitze einer Bewegung stand, die das so wollte. Diese Kompromissgruppe herum war vor Entsetzen gelähmt, als er praktisch gesagt hat, Schluss mit NATO-Warschauer-Pakt-Konfrontation. Und es gibt viele andere Beispiele. Ich glaube, auch in den Feldern, die Herr Niedecken, ich kenne sein Buch nicht, aber ich kann mir vorstellen, er widmet sich solchen spezifischen Einzelschicksalen, weil sie im Einzelnen eben doch was bewegen. Die brauchen nicht unbedingt Vormünder, Bewegungen, Parteien, Gruppierungen. Das ist falsch. Also ich möchte doch noch mal widersprechen. Ich sage ja nicht, dass Sie nicht immer wieder das Individuum brauchen, was vorangeht. Aber sich einzubilden, weil ich eine gute Idee habe, werde ich schon was verändern. Also auch Gorbatschow hätte nichts verändern können ohne Menschen, die mit ihm gegangen sind. Und auch Sie und ich verändern nur was, weil andere mit uns gehen. Das sitzt immer wieder, mal hat der eine, mal der andere eine Idee. Aber wichtig ist schon, dass wir wegkommen von dem Gedanken, also ich mache es schon. Und dann wird es laufen. Ich würde ganz gerne mal eine These... Speziell jetzt beim Thema Homosexualität, da geht es doch um die Gruppenausgrenzung von Menschen, die nach allem, was wir heute medizinisch oder psychologisch über die Entstehung der Homosexualität wissen, ganz sicher nicht im moralischen Sinne schuldig zu sprechen sind, wie das die katholische Kirche noch tut. Es ist, glaube ich, am Ende des 20. Jahrhunderts absurd, wenn ein Mensch ein Pferd oder einen Hund streichelt, wird niemand was dabei finden. Wenn er seinesgleichen streichelt, ist das schwere Sünde offenbar oder es ist pervers. Ich denke, wir haben da eine Wiedergutmachungspflicht genauso. Die Homosexuellen waren die früheste Gruppe, die in die KZs gezwungen wurde und systematisch ausgerottet wurde im Dritten Reich. Auch dass wir Leute kein Mensch wahrhaben, was wir da für eine Potenzkultur des Patriarchalismus immer weiter pflegen. Liebe, die nicht fruchtbar wird im Sinne von Weitergabe von Leben, ist unerlaubt, weil sie vermeintlich nicht dem Leben dient. Wie viel an Kulturellem verdanken wir Leuten von Platon angefangen bis André Gide oder Thomas Mann? Ich denke, das müssten wir in unserer Gesellschaft langsam sehen. Und diese Menschen können leben, fruchtbar sein in dichterischem, kulturellem Sinn, weil sie lieben. Da ist der Einzelne natürlich... Also ich stimme Ihnen auch zu, dass große Ideen von Einzelnen verkörpert werden müssen und dass der kreative Vorgang selbst individuell ist. Aber mindestens bei den Problemen, die Frau Süssmuth anspricht, die in Gruppenproblemen selber bestehen, ist allein das selbsterwachte Bewusstsein der Homosexuellen in unserer Republik jetzt, dass sie Menschen sind, die eine Legitimation auch in der Öffentlichkeit haben zu leben, was sie sind, außerordentlich wichtig. Und da bin ich sehr dankbar, dass das in Politikerkreisen sich rumspricht in der katholischen Kirche, für die ich stehe, ist das noch lange hin. Aber ich meine, das ist doch kein Wunder, dass das Dilemma, Frau Süssmuth, in das kommen Sie automatisch bei diesen Themen immer wieder, weil Ihre Partei ja durch das C vorne den Anspruch erhebt, im Sinne des Christentums, wohl auch manche im Sinne der amtlichen Kirche zu sprechen oder jedenfalls deren Interessen am ehesten wahrzunehmen. Deswegen hat es auch Hirtenbriefe der Kirchen für die CDU gegeben. Dann verlangt man natürlich auch, dass man sich sozusagen bedankt auf der anderen Seite. Da darf man sich nicht wundern. Und ein Teil ihrer Partei argumentiert ebenso. Ich glaube, dass das Thema der gleichgeschlechtlichen Liebe, der Homosexualität in unserer Bevölkerung viel toleranter und liberaler gesehen wird als in dem Bereich der Amtskirche. Da ist vieles in der öffentlichen Meinung längst viel weiter. Und deswegen werden Sie für Ihre These eine sehr viel entspanntere Reaktion bei den Menschen geerntet haben als in Ihrer Partei. Ich glaube, dass das in der Öffentlichkeit gar nicht so hektisch aufgenommen worden ist wie in Teilen Ihrer Partei. Also da bin ich nicht ganz so sicher, wie groß das Tabuthema noch ist. Aber viel wichtiger ist mir, Ihnen zu sagen, also Christus lässt sich durch keine Partei, durch nichts vereinnahmen. Wer glaubt, ihn für irgendetwas
missbrauchen zu können oder vereinnahmen zu können. Dies ist nicht die Botschaft des Neuen Testaments. Aber ist das denn nicht der Versuch mit dem C? Ich denke, nicht der Versuch, sondern die Gefährdung des C liegt hier genau. Und das Entscheidende muss sein, da für mich der Glaube die entscheidende Lebenskraft ist, der auch Hoffnungslosigkeit und Resignation vermeidet, ist das, was das Angebot Christus an uns Menschen ist, etwas, was ich wagen kann, was ich öffnen kann, was Liebe sucht und wo Liebe nicht gleich immer wieder geschimpft werden muss, das wäre die falsche Barmherzigkeit und Härte sei in unserer Gesellschaft notwendig. Also woran unsere Gesellschaft leidet, ist ein Mangel an Liebe, nicht ein zu viel an Liebe. Und wir könnten damit viel mehr bewirken, wenn wir es den Menschen nur ermöglichten, lieben zu können. Die meisten, die auf Abwege geraten, mangeln an Liebe. Und ich möchte, dass keine Partei dieses Neue Testament in Anspruch nimmt oder gar der verlängerte Arm der Amtskirche ist. Dies ist auch nicht mein Demokratieverständnis. Dafür ist auch die Kirche zu schade. Ja. Darf ich noch mal eben müsste eine... Müsste sie sich zu schade sein, ja. Eine Frage würde ich ganz gerne noch, weil das steuert ja nun direkt auf Herrn Drewermann zu, aber würde ich ganz gerne noch dazwischen schieben. Es ist ja im Kreis der Opposition immer wieder gesagt worden, Sie stünden im Grunde nicht für die Partei. Tatsache, das mag man so sehen, wie man will. Tatsache ist aber, dass Sie natürlich ein unendlich viel größeres Gehör bekommen mit dem, was Sie tun, weil Sie in dieser Partei sind. Wenn Sie jetzt Sozialdemokratin werden oder ich behaupte einfach auch mal Liberale, dann, und die politischen Verhältnisse wären anders, dann würden Sie wahrscheinlich an die Wand gedrückt. So sind Sie, A, eine Frau. Und B, relativ singulär mit dem, was Sie vortragen. Nein, das bin ich nicht. Das möchte ich noch mal ganz deutlich sagen. Da sind sehr viele, die genauso denken wie ich. Und ich hätte ja in eine andere Partei gehen können. Das hat mich niemand in diese Partei gezwungen. Das möchte ich nun auch noch mal sagen. Und ich finde gerade, dass es wichtig ist, dort, wo man steht, gehe auch nicht, wenn ich von der Kirche kritisiert werde, aus dieser Kirche heraus, sondern möchte weiter in dieser Kirche wirken. Und so möchte ich in dieser Partei wirken. Jede Partei hat Stärken und Schwächen. Und deswegen geht es nicht darum, das klingt mir schon wieder danach, ja, also in der Partei sind Sie was Besonderes, in der anderen wären Sie nichts. Das ist nicht mein Punkt. Nichts habe ich nicht gesagt. Ich denke nur einfach an die politische Durchsetzbarkeit. Sie werden natürlich sehr viel mehr gehört in dieser Partei. Nicht nur, weil sie an der Macht ist und weil sie ein Amt haben, dem man zuhört, sondern weil es so viele ihrer Sorte in dieser Partei nicht gibt. Oder ist das ja, und trotzdem, wir, vielleicht haben wir ja gleich noch Zeit, darauf zu kommen. Wir haben ja eine ganze Menge bewegt. Als ich 85 einstieg und auch in mehrere Fettnäpfchen gleichzeitig trat, erinnere ich mal an das Erste, ich sagte Ganztagsbetreuung. Da bekam ich also eine Menge waschkörbeweise Briefe, das ist nicht die Position unserer Partei. Billard-Krankenschein war auch so. Ja, und wenn Sie sich nun heute die Diskussion anschauen, das ist im sechsten Jahr, sechs Jahre später, dann ist das Thema der Kinderbetreuung ein Thema, was mitten in der Partei steht und jetzt die Briefe kommen, warum seid ihr noch nicht weiter? Und so könnte ich jetzt, ich will die Zeit nicht in Anspruch nehmen, eine ganze Reihe von Themen, die damals alle tabu waren, stehen jetzt, sind Kern von Koalitionsvereinbarungen, werden weiter bewegt. Ob ich an die Anerkennung von Erziehungszeiten denke, auch bei allem, was uns in der Pflegeversicherung trennt, die Anerkennung von Pflegezeiten für die Pflegenden ist kein Streitpunkt. Und aber Sie haben natürlich auch Niederlagen erlitten, Frau Süssmuth. Das kann doch für Sie wahrscheinlich auch gar nicht so einfach zu verkraften gewesen sein, dass Sie Ihre, als Sie angetreten sind, doch sehr deutliche, äußerst liberale Position zum Paragraphen 218 nach und nach über die Jahre und über die Diskussion hinweg haben verändern müssen. Ja, aber ist das nicht normal? Müssen Sie ja, wenn nicht man, wenn man mit Kompromisse einer machen manchmal? Unterliegen Sie nicht manchmal im Redakteursgremium? Wie soll dann jemand gut sein in der Politik, wenn er nicht ab und zu auch mal sich kloppt und auch mal unterliegt? Also Niederlagen sind doch eigentlich notwendig, damit wir nicht in einen Höhenfluch kommen. Also ich muss Ihnen sagen, ich lerne aus Niederlagen weit mehr. Also jede Niederlage ist für mich eigentlich die Frage, was musst du anders machen, durch welche andere Tür musst du kommen, um im Thema beim selben zu bleiben. Und ich muss Ihnen sagen, wenn es uns gelingen sollte, in dieser wirklich zentralen und menschlich wichtigen Frage, Leben zu schützen, dann
ist für mich ein Dreh- und Angelpunkt und der hat sich seit 85 nicht verändert. Endlich Frauen hier ganz ernst zu nehmen und aufzuhören mit dem leichtfertigen Gerede. Die kümmern sich nicht um Lebensschutz, sie haben keine Probleme damit, sie gehen mit dem Leben unachtsam um. Also diejenigen, die so reden, haben keine Ahnung von dem, was sich in Frauen tut, was welche Konflikte... Die so reden, sind in aller Regel Männer. Ja, und deswegen lohnt es sich dafür, mit allem Nachdruck dagegen zu stehen. Sind Sie ein Kind der Frauenbewegung? Bitte? Sind Sie ein Kind oder jedenfalls ein geprägt durch die Frauenbewegung? 20 Jahre gibt es die neue Frauenbewegung. Reden wir mal jetzt nicht von der alten, die etwa 100 Jahre alt ist, aber ja. Wären Sie vorstellbar, so in Ihrem eigenen Selbstverständnis, ohne dass sich doch auf breiter Front ändernde Umfeld? Nein. Also ich gehöre nicht zu denen, die immer schon dieses Bewusstsein gehabt haben. Ich bin sehr zunächst traditionell aufgewachsen. Wenn ich heute meine Berufswünsche sehe, Krankenschwester, Lehrerin, also bin ich ja auch dann erst geworden. Ich stehe auch dazu, ich finde den Lehrerberuf nach wie vor einfach ein toller Beruf. Aber ich habe das Bewusstsein der Frauenbenachteiligung eigentlich über den Beruf und über die Frauenbewegung gefunden. Und ich muss sagen, wir wären bei Weitem nicht so weit, wenn es nicht diese 20 Jahre Frauenbewegung gegeben hätte. Wir sind längst nicht am Ziel. Aber das wiedererwachende Frauenbewusstsein, und da sind viele, die sich auch Verletzungen geholt haben, auch Niederlagen gehabt haben. Aber es hat immens was bewegt und wir merken die Veränderungen nicht mehr, die längst stattgefunden haben und sehen nur noch das halbleere Glas, was da noch nicht voll ist. Aber überlegen wir doch mal, vor etwas mehr als 70 Jahren, die Frauen durften keine Verträge schließen. Wirklich rechtlose Wesen. Elterliche Sorge. Nur die Männer, Frauen nicht allein. Also das ist ja noch in der Nachkriegsgeneration, war der Ehemann bestimmte den Wohnort, erinnere ich mich. Ob sie erwerbstätig werden sollte, ja, musste, musste er bestimmen. Also wir machen uns gar nicht mehr klar, wie die Unterschiede sich entwickelt haben, was sich getan hat. Ich würde gerne wissen, ob Herr Möllemann die Frauenbewegung diese 20 Jahre als Mann und als Politiker auch als eine, sagen wir, wichtige und die Politik mitgestaltende Bewegung hält. Haben Sie die lebendig wahrgenommen und ist die für Sie wichtig in Ihrem Selbstverständnis? Ja, ich glaube schon, wenn man sich anschaut, dass in den politischen Parteien durch die Bank ja nicht mehr als 30% Frauen sind, ihr Anteil auch auf den Führungsebenen nicht so ausgeprägt ist, dann war es schon von daher, was das politische Leben angeht, notwendig, das zu verstärken und ist es wohl immer noch. Denn nach wie vor sind die Anteile ja doch sehr überschaubar. Und ein bisschen an Kernwahrheit war in Ihrer Frage nun eben doch drin, nicht vielleicht im Blick auf Parteien, aber herausragende Frauen sind eben im Verhältnis zu herausragenden Männern zahlenmäßig in der Politik im Moment noch seltener, sodass einer herausragenden Frau eher Gehör geschenkt wird. Schon so ungefähr nach dem Motto, Gott sei Dank, dass da mal eine ist. Ja, außer was? Bei den Grünen, ne? Bitte? Außer bei den Grünen. Ja, er sprach von herausragend. Und bei den Grünen gibt es viele. Aber ja, es gibt schon auch herausragende. Also auch, ich glaube, aber ich meine, sein Punkt war ein anderer. Ich glaube, das hilft, auch da pflegen Sie wieder ein Klischee. Ich habe bei den Grünen, wie bei den Kolleginnen und Kollegen in anderen Parteien, interessante und durchaus inspirierende Männer und Frauen kennengelernt. Aber dass man sagt, nur weil eine Frau bei den Grünen ist, ist schon herausragend, finde ich einigermaßen übertrieben. Aber es gibt mehr Frauen zahlenmäßig bei den Grünen als in anderen Parteien. Das ist einfach unbestreitbar so. Ja, das mag sein. Das weiß ich jetzt im Augenblick nicht, wie viele das dort ganz genau sind. Aber 20-40%. Ich sehe das jedenfalls bei uns, dass man auch nicht gleichsetzen kann. Ich meine, ich rede jetzt mal von meinem liberalen Verein. Das Thema, das Frau Süssmuth angesprochen hat, das Thema des Paragraphen 218 wird bei den Liberalen, wiewohl es mehrheitlich von Männern formuliert wird, eben im Sinne einer modifizierten Fristenregelung schon immer geprägt. Es ist einfach nicht wahr, dass bestimmte fortschrittliche, für Frauen besonders, sage ich einmal, geeignete Positionen notwendigerweise nur von Frauen kommen könnten. Das halte ich nicht für richtig.
dass es denn Strukturen gibt, die auf eine klare Ordnung hinaus wollen, immer im Sinne von Schwarz-Weiß, so wie Frau Süssmuth eben sagte. Da wird polar gedacht in ganz einfachen Klischees. Mit solchen Beurteilungsmethoden im Bereich der Moral oder der Rechtsprechung wird einem so komplexen Tatbestand wie der Abtreibung überhaupt nicht gerecht geschehen können. Was man begreifen müsste in Kirche, in Gesellschaft, freilich. Freilich, ich kriege Leserbriefe nach einem Interview in der Welt, wo Frauen dann ganz empört sagen, wir würden nie, einfach weil sie sich nicht vorstellen können, in welche Situation beispielsweise ihre Tochter geraten könnte. Was an Tragik im Leben möglich ist. Und dafür, glaube ich, müssten wir viel mehr in unserer Gesellschaft Sensibilität wecken, dass man schuldig werden kann unter Umständen, gleich wie man sich entscheidet. Und dass es irgendwann eine Frage auch des zumutbaren Leides ist. Da kann man doch nicht mit dem Strafrecht eine Moral erzeugen wollen. Also ich habe wirklich oft zu tun in der Beratung mit Grenzfällen, aber ich kenne keine Frau, die leichtfertig den Schritt zur Abtreibung beschlossen hätte. Und was für eine Hybris zu sagen, wir wissen in einer Situation, in der der Betroffene überhaupt nicht weiter weiß, was er tun soll. Und Beratung heißt, wir drücken moralisch so lange an ihm herum, bis er selber gar keinen anderen Weg mehr sieht. Und dann fühlen wir uns bestätigt und im Recht. Das kann auch, glaube ich, die Kirche nicht ernsthaft wollen, wenn sie an sowas wie Gewissen glaubt. Und die Erlösungsbedürftigkeit von Menschen. Da ist sogar der Liberalismus eigentlich dem, was man aus altem Erbe her kirchlich sagen könnte, sehr viel näher als das, was sich heute verwaltet, kirchlicherseits. Ich möchte nochmal auf den Punkt, den er sagt, Sie denken ja nicht anders, als viele Frauen denken. Ja. Aber Herr Müllemann, die Männer hätten doch mit dem Grundgesetz in den Nachfolgejahren für die Gleichberechtigung kämpfen können. Das ist eine Frage von Macht, das haben sie nicht getan. Die haben sie fest in Händen gehalten, auch wenn sie in vielleicht vielen Bereichen genauso gedacht haben. Denn sonst hätte es ja nicht sein können, dass sie über fast 40 Jahre in so geringer Zahl da waren. Also ich glaube schon, dass Frauen und Männer in vielen Dingen Gleiches denken können. Aber es gibt darin eben auch die Frage der Macht, die man nüchtern beim Namen nennen muss. Ich hätte Ihnen nicht zugetraut, dass Sie so pauschal sagen würden, die Männer hätten doch. Wo ich an dem Beispiel gerade dargestellt habe, dass eine Partei, die Liberalen, wiewohl überwiegend von Männern bestimmt in dieser Zeit, in diesem Thema eindeutig eine Position schon seit geraumer Zeit einnimmt, traditionell, die dem entspricht, was hier gerade angesprochen worden ist. Also einfach nur zu sagen, bestimmte Positionen, die sie den Frauen wohlgesonnen, ihnen entsprechend, ihnen helfend, ihnen gerecht werden, besser gesagt, bezeichnen, die können doch nicht nur Frauen annehmen. Das habe ich auch nicht gesagt, aber wenn Sie sagen, wir haben das als Liberale immer schon getan, dann muss ich sagen, in der Frage, wie viele Frauen sind denn bei den Liberalen in Machtpositionen, wo sie dies auch durchsetzen können, dann stelle ich fest, dass, und in diesem Zusammenhang habe ich von den Männern gesprochen, Sie haben recht, wenn Sie sagen, vorsichtig, ich sage also viele Männer. Ich kann nicht erkennen, dass in den 40 Jahren Bundestag wir es in 40 Jahren über mehr als 9% Frauen über Jahre gebracht haben. Also, und in 20 Jahren war da mal eine Frau in der Regierung. Also so toll war das nicht mit der Machtverteilung, dass ich nun erkennen könnte, dass die Männer nun ständig unterwegs waren, um endlich die Frauen gleichzeitig an die Macht zu bringen. Das ist ja unstrittig. In keinem Land. Ja, aber die Frauenbewegung hat uns in ganz Europa vorangebracht. Auch in Italien. Ja, ich finde, wenn eine Revolution in Italien stattgefunden hat, dann ist es die der Frauen, die Italien wirklich einen Wandel in den Sitten gebracht hat, die also kein politischer Schritt überhaupt gemacht hat und keine Bewegung nehmen, es waren nur die Frauen. Aber nicht alle Frauen im italienischen Parlament waren typische Vertreterinnen der Frauenbewegung. Da gab es kürzlich eine. Stallone oder wie heißt das? Ich weiß, ja. Das wäre doch auch schade, wir sind doch für Pluralität. Ne? Also, es ist wirklich kein. Wie soll ich sagen, das ist ein Beispiel, das also nicht gilt. Das ist keine nicht fair. Ausnahme. Naja, das ist nicht fair, das als Beispiel zu nehmen, abgesehen davon, dass also sie gewählt worden ist und also da hinein gehört sie. Ich habe eben von unserem Redakteur einen Zettel bekommen, da steht, viele Zuschauer wollen immer mehr von Herrn Drewermann hören. Deswegen sollten wir uns jetzt mal Ihnen und Ihrem Thema zuwenden. Unsere Zuschauer werden ja eigentlich auch schon durch das, was Sie jetzt zu den unterschiedlichen Gesprächen gesagt haben, bemerkt haben, Sie sind Psychotherapeut, Sie haben von Ihrer Praxis gesprochen, Sie sind Priester, also in der katholischen Kirche auch tätig und Sie sind Hochschullehrer, also auch Dozent an der Privatdozent an der
Universität in Paderborn. Theologischen Fakultät in Paderborn. In Köln kennt man Sie im Augenblick ganz besonders gut, weil es vergeht kein Tag, wenn man schlägt den Express, den Stadtanzeiger oder die Kölnische Rundschau, um sie gleich alle drei zu nennen, auf. Und es gibt unendliche Leserbriefaktionen, alle zu Ihren Gunsten, weil es ist Folgendes passiert. Sie haben in einer Buchhandlung gesprochen und gelesen aus Ihrem hochinteressanten neuen Buch. Und dann hat der Besitzer dieser Herder Buchhandlung in Köln plötzlich bemerken müssen, dass die sonst monatlich einlaufenden Bestellungen der Beschaffungsstelle des Generalvikariats ausbleiben. Und auch Nachfragen hat sich dann herausgestellt, dass der Herr Kardinal und seine Umgebung auf diese Art und Weise durch die Hintertür sozusagen ihn und damit Sie bestrafen wollen. Das ist richtig. Dennoch möchte ich runterkommen von der rein Kölner Perspektive. Ganz im Gegenteil. Kölner nicht gerne, aber... Ja. Richtig ist, dass nach meinem Buch Kleriker, Psychogramm eines Ideals im letzten Jahr, als ich bei der Buchhandlung Herder eingeladen war und den Vortrag hatte, ich glaube den 5. oder 6. aber in Folge seit vielen Jahren, offensichtlich im Generalvikariat und in den Entscheidungsgremien des Kardinals persönlich gegen die Buchhandlung vorgegangen wurde, aus gar keinem anderen Grund offenbar, als dass er nicht die Fahne zur rechten Zeit im rechten Wind hatte. Man hat offensichtlich ohne Vorwarnung geglaubt, ein Buchhändler der Herder Buchhandlung muss so viel Loyalitätsinstinkt im Voraus haben, dass man mich nicht einlädt. Das wirkliche Problem, glaube ich, ist dieses. In meinen Augen ist die Religion das persönlichste, lyrischste, subjektivste, tragendste, was es im Leben eines Menschen geben kann. Ramón Jiménez hat einmal von der Dichtung gesagt, sie ist der Versuch, das Absolute zu berühren, auf der Brücke der Symbole. Wenn das stimmt, denke ich, ist Religion der Versuch, auf der Brücke der Symbole sich tragen zu lassen, wie eine Möwe im Sturm. So frei und ungezwungen. Und was jetzt zum Tragen kommt und sichtbar wird, Gott sei Dank mal sichtbar wird, weil es sonst ja immer wieder im Verborgenen geschieht, ist eine Kirchenstruktur, die Macht verwaltet und Geld, das sie eigentlich der Bergpredigt nach gar nicht haben sollte, als Druckmittel verwendet, statt sich auseinanderzusetzen auf der Ebene, auf der man religiös miteinander sprechen sollte. Mir liegt dabei sehr daran zu sagen, es gibt viele Buchhandlungen, die sich dem Druck längst gefolgt haben, die sich gebogen haben wie der Grasrasen unter dem Wind. Man hat davon nichts gehört. Beispielsweise in Paderborn weiß ich, dass vor 9 Jahren nach dem Erscheinen des Büchleins Der tödliche Fortschritt zur Umweltproblematik, indem ich nur gesagt habe, die katholische Kirche mit ihrer Ablehnung vernünftiger Bevölkerungspolitik in den Entwicklungsländern macht sich schuldig am Massentod. Heute sind das 50 Millionen Menschen jedes Jahr. Man, der dort ihren Buchhandlung verboten hat, meine Bücher noch im Fenster auszulegen. Dann wurden Vorträge, die längst vereinbart waren, wieder abgesagt. Selbst über Märchen dürfte ich da nicht mehr sprechen. Inzwischen seit 6 Jahren gibt es an die Lehrerverbände in 6 Diözesen Verbote, nicht mit mir mehr zusammenzuarbeiten. Die Leute, die das betreiben, haben oft meine Bücher gar nicht erst gelesen. Bischof Stecher beispielsweise in Innsbruck hat vor einem Jahr durchgesetzt, in vorauseilendem Gehorsam, ich sollte verurteilt werden, dass alle Bildungswerke in Österreich die Zusammenarbeit mit mir verweigern, dass die kirchenabhängige Presse über mich gar nicht mehr berichtet, nicht positiv und nicht negativ. Er gibt aber voller Stolz zu, dass er meine Bücher nicht liest, weil ich seiner Meinung nach die Auferstehung leugne. Er nimmt nicht zur Kenntnis, dass ich 2 Bücher geschrieben habe über Auferstehung, eins sogar über die Unsterblichkeit der Tiere. Ich kann schreiben, was ich will. Diese Leute haben Klischees, um Herrn Möllemanns Wort zu gebrauchen, die sind unverwüstlich. Und daraufhin wird jetzt agitiert, indem das Umfeld um mich herum leer gegraben werden soll. Inzwischen sind Leute berufsgefährdet, die gar keine andere Schuld haben, als dass sie Bibelexegese nach meinen Vorschlägen begreifen. Das genügt. Dann könnte ich mir aber auch vorstellen, dass ein normaler Kardinal oder Bischof, soweit ich mir überhaupt einen normalen Kardinal oder Bischof vorzustellen vermag, wenn er Ihr Buch liest, erstmal einen riesigen Schrecken kriegt, weil Sie betrachten die Kirche ja unter psychoanalytischer Sicht als krankmachendes und krankheitserregendes System zunächst einmal. Und Sie psychoanalysieren einen ganzen Berufsstand, nämlich den Priester. Und da ist natürlich jeder Einzelne, also ich habe mir nur versucht vorzustellen, wenn ich Priester wäre und Ihr Buch lesen würde, kriege ich eine Todesangst. Erstmal müsste ich mich von meinen Eltern entfernen, weil eine Ihrer Hauptthesen ist,
es ist nicht sinnvoll zu fragen, wo ist die Berufung, sondern man muss fragen, welche psychischen Deformationen hat ein junger Mann erlitten durch die Ehe seiner Eltern, wenn er überhaupt Priester wird. Das sind natürlich also so Thesen, da kann ich mir vorstellen, mancher junge Mann kriegt einen Schreck. Frau Max, das kann ich nur bestätigen. Ich weiß natürlich, was das Buch gekostet hat, die ich schrieb. Ich glaube, dass vor 25 Jahren mich Gedanken, die ich da jetzt geäußert habe, auch erschrocken hätten. Ich sage mir auf der anderen Seite, es ist in der katholischen Kirche speziell, allein durch die Verleugnung der Anliegen der Reformation seit über 450 Jahren, so vieles an Verhärtung psychisch, auch dann an Deformation des Menschlichen in Kraft getreten, institutionalisiert worden, an Angst eingefroren worden, dass ich das Argument, so ein Buch löst Angst aus, für nicht ausschlaggebend halte. Ganz im Gegenteil, es befreit die Menschen endlich zu der Wahrheit, die in ihnen liegt. Endlich darf man Ängste haben und sie dürfen auch gelöst werden. Also ein Vorwurf, den ich in dem Buch Kleriker der katholischen Kirche gegenüber mache, besteht ja darin, dass sie den Individuen die Angst wegnimmt, die es kostet, eine Persönlichkeit auszubilden und stattdessen die Struktur einer Massenpsyche anbietet, in der die Einzelnen scheinbar gut aufgehoben sind. Aber am Ende wird es eine Erschwernis des Lebens. Man darf keine unabgegoltenen Fragen mehr haben. Man darf als Theologe keine Bücher schreiben, die nicht Auskunft über alles bieten, was überhaupt zu fragen wäre. Man darf keine Probleme ansprechen, für die man noch nicht eine probate, aus der Tradition entwickelte Lösung präsentieren kann. Kurz alles, was riskant ist, was wagemutig ist, was danach so aussieht, dass man die Liebe Jesu, um Frau Süßmuth aufzugreifen von vorhin, wirklich ernst nehme, bedroht am Ende diese Kirche. Freud hat in den 30er Jahren mal aufgrund der Erfahrungen in Wien gemeint, dieser Typ von Religion laufe hinaus auf eine kollektive Zwangsneurose. Und er hat darunter verstanden, die Bindung an eine zentrale Vaterautorität, die Ambivalenz des Frauenbildes zwischen Madonna und Hure, entsprechend dann ideologisiert in einer bestimmten Form von Marienfrömmigkeit, und Kastrationsangst, das heißt die Zerstörung des Selbstvertrauens in die Fähigkeit, zu lieben und geliebt zu werden. Und alles drei zusammen präsentiert die katholische Kirche, die wir heute wieder haben, 20, 25 Jahre nach dem Zweiten Vatikanum, auf so groteske Weise, dass ich denke, als Priester, der jeden Tag, auch als Psychotherapeut, der jeden Tag von Menschen hört, wie sehr sie in diesen Strukturen leiden, gibt es irgendwann eine Pflicht und auch eine Notwendigkeit, zum Mut weiterzugeben, was an Versuchwanderungen, was an Risiken diese Menschen auf sich nehmen, um bei sich selber anzukommen. Das muss die Kirche zur Kenntnis nehmen, das darf sie nicht verleugnen, das muss auch Herr Meißner an sich ranlassen, da hilft ihm nichts. War denn Ihr Weg zur Psychoanalyse, der nach dem Theologiestudium stattgefunden hat, auch der entscheidende Schritt zur Befreiung dies alles? Ich meine, standen Sie im Prinzip unter den gleichen psychischen Deformationen bei Ihrer Berufswahl wie die, die Sie den Priestern zuschreiben? Beides. Und war die Psychoanalyse insofern und auch die Lehranalyse, die Sie wahrscheinlich gemacht haben, sozusagen der Schritt aus diesen Ängsten heraus? Das Kuriosum war, dass ich damals geglaubt habe, ich lerne die Psychoanalyse für die Leute, die ich nicht verstehen kann im Rahmen dessen, was ich gelernt habe. Ich war damals sehr stark geprägt von der Existenzphilosophie, von der Dichtung im 20. Jahrhundert natürlich, der Aufklärung, dem deutschen Idealismus, mancherlei, aber sicher nicht von der Psychoanalyse. Und ich musste erleben, dass die Leute an Ängsten leiden, dass sie in Verzweiflungsformen geraten, dass sie sich selber so fremd sein können, dass mit der Reduktion des katholischen Menschenbildes auf Verstand und guten Willen beim besten Willen nicht auszukommen ist. Das war für mich der Weg zur Psychoanalyse. Wie viel ich dann über mich selber lernen durfte und musste, hatte ich am Anfang nicht vor Augen. Sonst hätte ich wahrscheinlich die Ängste gekriegt, die heute manche haben, wenn sie meine Bücher lesen. Ich sage aber nochmal, es befreit. Noch dieser Tage sagte eine Frau, ich habe in ihrem Buch Kleriker gelernt, an mich selber wieder zu glauben. Dass das, was ich gefühlt habe, was ich gedacht habe, als Kind schon endlich stimmen darf. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn ich Bücher schreibe, gebe ich eigentlich die Erfahrungen der Menschen wieder, die zu mir kommen, ergreife sie Partei und möchte Räume öffnen, in denen sie legitimerweise auch in der katholischen Kirche leben können. Sie beschreiben ja eben diese Kirche auch als ein diktatorisches, um nicht zu sagen totalitäres System, das über Zensur und Strafmaßnahmen seine Interaktionen mit den Gläubigen, auch mit seinen Berufspolitikern, hätte ich was gesagt, mit seinen Berufspriestern
unterhält und sie setzen dagegen, das wir sie jetzt auch schon hier häufiger zitiert haben, Gefühl, auch den Aufruf zur Liebe. Sie rufen also auch Priester und Nonnen auf, sich zu lieben und erschrecken damit sämtliche Berufspriester und Wächter der Moral, indem sie das Zölibat damit außer Kraft setzen. Ich glaube, dass das nicht der vielleicht wichtigste, aber ganz sicher in der Öffentlichkeit zusammenfassende Punkt ist. Ich stimme Sigmund Freud darin absolut zu, einem Menschen, den man hindert zu lieben, so wie er es fühlt und wie er es möchte, dem zerstört man auch sein eigenes Selbstvertrauen. Dem verbietet man auch, richtig zu denken. Dem untergräbt man die Fähigkeit, seine eigene Vernunft zu seinen eigenen Gunsten einzusetzen. Und das alles geschieht in einem Feld pubertärer Ängste, die ideologisch konserviert werden. Das hat Jesus nie gewollt, das scheint mir völlig sicher. Ich finde es paradox, dass wir in der Kirche sagen, Gott ist die Liebe. Und dann fangen wir an, nichts auf Erden mehr zu fürchten als die Liebe. Genau das aber tun wir. Wir haben vor keiner Macht im Menschen mehr Angst als vor der Kraft, die den Menschen in seiner Seele Flügel wachsen lässt, die ihn im Innersten bestimmt, sich als Subjekt zu engagieren, die ihn nötigt, wahrhaftig zu sein, unter den Augen anderer Menschen und auch in den Augen der Öffentlichkeit. Wir fürchten die Liebe, wie wenn sie die gelebte Anarchie wäre. Und immer rufen wir nach dem großen Gott von Manhattan, der zwar die unerlaubte Liebe in den Etablissements vielleicht noch nicht bestraft, aber wohl die Liebenden, die, wenn der Hahn kräht und die Sonne aufgeht, mit ihren Gefühlen weiterleben wollen. Den jagt er die sprengstofflegenden Eichhörnchen hinterher. Mit Schuldgefühlen und mit Zerfaserung jeden Zusammenhalts, das darf es nicht länger geben. Und da haben Sie wahrscheinlich recht, eine Kirche, die sich wesentlich repräsentiert in zölibatären Klerikern, wird ein offenes Verhältnis zur Frau, ein offenes Verhältnis zur Frauenfrage, ein offenes Verhältnis zu der Jugend, die unter diesem Zwangskorsett nicht mehr leben möchte, absolut nicht mehr gewinnen können. Da ist sie obsolet und sie muss hinter der Zeit sehr schnell herlaufen. Nicht um wieder anzukommen, sondern um wahrhaftiger zu werden. Um es so auszudrücken, wir können uns nicht leisten, in der katholischen Kirche, immerhin doch einer wichtigen Repräsentationsgruppe unserer Gesellschaft, fast 100 Jahre hinter dem Reflexionsstand der Öffentlichkeit zurückzubleiben. Die Jugendlichen sprechen heute in psychoanalytischen Vokabeln. Eben, was Sie auch sagen, ist ja, dass die Priester eigentlich den Prozess der Reife innerhalb dieser Kirche überhaupt nicht erlernen dürfen, insofern keinen Individuationsprozess haben, sondern die Kirche als Über-Ich empfinden und insofern als ängstliche, kleine, gebeutelte und mit neurotischen Symptomen behaftete Menschen werden müssen. Franke. Ich habe leider Ihr Buch nicht gelesen. Ich wollte fragen, ob es... Das ist empfehlenswert. Werde ich danken. Werde ich sehr gerne. Ich hatte mich etwas nicht verstanden. Es werden doch so viel unter einem elterlichen Druck erzogen, werden nicht... Es werden doch nicht alle Priester, haben Sie auch eine Studie. Was werden denn die? Zum Beispiel gute Beamte oder flachgeschliffene Gewohnheitsmenschen. Da gibt es viele Wege. Und finden Sie das also weniger schlimm? Nein, finde ich überhaupt nicht weniger schlimm. Ich glaube, das Böse hat im 20. Jahrhundert ein sehr graues, verwaltetes und beamtetes Gesicht und besteht aus Pflichttreue und Anpassung. Das ist nicht spezifisch klerikal. Pflicht, ja. Ja, Sie haben zuerst gesagt, nein. Aus Pflichttreue, Anpassung und graue Beamtenschaft. Das ist nicht spezifisch klerikal, obwohl der Kleriker ja Kirchenbeamter ist und sein soll. Entscheidend sind die religiösen Inhalte, die auf dem Hintergrund von vielen Angststrukturen mit hineinkommen. Also als Basiserlebnis, dass es eine Unruhe gibt, die schon im Leben der wichtigsten Kontaktpersonen bei den Eltern beruhigt wird durch Flucht in die Transzendenz aus dem Leben heraus. Und da beginnt dann eine religiöse Sozialisation, die womöglich nicht unbedingt identisch ist mit dem religiösen Vorbild eines Elternteils. Meist aber besteht tatsächlich eine Bedingung, um Priester zu werden, darin, dass man erlebt, die Mutter oder der Vater lösen die persönlichsten Probleme durch Hinwendung zu einem Wesen, das Gott genannt wird oder Christus oder wie auch immer. Sie müssen bedenken, die katholische Kirche hat die Macht, am Ende nach einer ganzen Bahnung voller Ängste zu sagen, wenn du tust, was wir dir vorschreiben, weil wir im Besitz der Wahrheit, der Offenbarung Gottes sind und Einblick verfügen in die Weisheit Gottes, so Ratzinger noch Juli letzten Jahres, dann kannst du nichts mehr falsch machen. Da werden am Ende alle Ängste abgefangen durch eine Garantie von Wahrheit und Berechtigung, von Legitimation im Himmel und auf Erden,
die das Individuum in all dem, was es leben müsste, unterwühlt und zergräbt. Frau Süssmuthi, finden Sie denn die Idee, den Katholizismus sozusagen nach der psychoanalytischen Methode zu betrachten, zu spiegeln, die Bibel zu deuten nach psychoanalytischen Methoden? Leuchtet Ihnen das ein als Zugehensweise? Das ist eine Zugehensweise. Also ich glaube, bin ich und Herr Drewermann wird selbst antworten, dass jemand, der Psychoanalyse betrieben hat, sich dort auskennt, behauptet, und das erklärt alles. Okay. Es ist ein Zugang, und ich möchte auch nicht, dass wir jetzt hier, die wir hier sitzen und die, die uns zuhören, annehmen, also ich kann mich nur so entwickeln, weil dieses Erklärungsmuster gilt, denn sein Hauptziel ist es ja, damit deutlich zu machen, befreit euch aus der Angst. Gott hat euch nicht gerufen in die Angst, sondern in die Freiheit, in die Stärke, in die Aufgabe, in die Liebe. Und da sind wir bei einem Problem in unserer katholischen Kirche. Ich teile nicht Ihre These von der Kirche als Diktatur. Dafür ist sie für zu viele Menschen auch Befreiung gewesen. Aber ich teile Ihre These, dass sie nicht wirklich im Sinne von Paulus den Menschen freisetzt, was die, der Aufruf ist. Als Freie seid ihr geboren, als Brüder und Schwestern. Und warum eigentlich diese wahnsinnige Angst vor der Freiheit und der Liebe? Ja, weil sie die Menschen stark macht. Also ein Zugang, aber er bringt ja ganz wichtige Dinge ans Licht, die eben Menschen quälen, bedrücken. Und die Freiheit oder die Befreiung, denke ich, gilt eben nicht nur für den Kleriker, sondern für Menschen, die von diesem Druck betroffen sind. Aber nicht jeder, der einen starken Übervater hatte, wird... Sie hatten einen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ne? Ich hatte einen sehr starken Vater, aber er hat mich trotzdem frei gemacht. Ja. Aber ich glaube, wir müssen noch auf einen entscheidenden Unterschied hinweisen. Das mit der Angst ist mir nochmal ganz wichtig, weil es das Zentralthema in allem, was ich schreibe, darstellt. Und ich gebe Frau Süssmuth ganz recht, es gibt gegen Angst kein anderes Gegengift als das Vertrauen, das wir lernen durch die Liebe. Es gibt viele Angstformen, die Psychoanalyse nicht beruhigen kann. Aber was sie aufklären kann, sind die Deformationen von Ideologiebildung, von Außenlenkung, von Macht, von psychischer Entfremdung. Und in diesen Bereichen ist sie ein unerlässliches Hilfsmittel für die Regeneration dessen, was heute Kirche heißt. Ich sage auch nicht, sie ist eine Diktatur, aber ich sage, sie will nicht ernsthaft 200 Jahre nach der Aufklärung die Freiheit des Individuums. Und das ist geistesgeschichtlich so weit rückwärts, dass es wirklich inzwischen auch auf den psychischen Ebenen krankmachend wirkt. Das darf nicht so bleiben und der Repräsentationschor natürlich, der das verkörpert, sind die Kleriker als die Zentralstelle der Reproduktion von kirchlichen Strukturen. Das nehme ich mir vor, um den Sprengsatz darzulegen, wo er hingehört. Klar ist das ein Buch, das von Ängsten redet, indem sie es macht, um sie zu überwinden. Das bedeutet aber auch, wenn Sie so unendlich viele Zehntausende von Seiten inzwischen diesem Thema gewidmet haben, dass Sie der festen Überzeugung sein müssen, dass die Kirche reformierbar ist. Da bin ich mir nicht sicher, ob sie das ist. Das ist mir auch in gewissem Sinne fast gleichgültig. Ich sage mir, ich lebe heute und ich muss gerade stehen für das, was ich heute sehe. Wie das ankommt, wie das wirkt, ist eine zweite Frage. Ich sehe auch im Neuen Testament, dass Jesus es nicht anders gemacht hat. Er hat den Leuten seiner Zeit zugetraut, dass sie die Wahrheit, die sie sehen könnten, heute noch zu leben vermöchten. Und hat überhaupt keinen Aufschub geduldet. All die Fragen, wie lange das noch dauert, bis wir wirklich erlöst sind, sind doch lediglich Ausweichmanöver aus Angst vor uns selber. Gut, aber Sie haben gerade gesagt, insofern sind Sie ein Analytiker, ich füge hinzu, ein Psychoanalytiker der Kirche. Aber Psychoanalytiker haben natürlich auch ganz bestimmte therapeutische Strategien. Das heißt, es gibt gar keine Psychoanalyse ohne ein therapeutisches Ziel. Insofern die Frage nochmal, was ist denn das therapeutische Ziel? Betrifft es die Einzelnen oder betrifft es auch den Überbau, also die Institution? Ja, unbedingt. Ich möchte, und zwar im Erbe eigentlich der besten reformatorischen Ansätze, eine Kirche, die von unten nach oben sich aufbaut. Das heißt, wo die Perspektive gewonnen wird aus den Augen der Menschen, die am meisten leiden und am meisten weinen. Es geht mir darum, entsprechend der Botschaft Jesu einzutreten für die hundertsten Schafe, für die Verlorenen, aus deren Sicht die Welt zu sehen. Aus den Augen der Kranken, sagt Jesus sogar mal an einer Stelle, bedeutet einer Kirche der Macht oder der Verwaltung oder der Beamtetenzentrale absolut die Forderung,
zum Umsturz und zur Umkehr aufzuerlegen. In dieser Form, wie sie sich heute gibt, ist sie nicht die Kirche Jesu. Und das darf nicht so bleiben. Darf ich mal eine ganz simple Frage stellen? Wenn es denn so ist, warum sind Sie Mitglied dieser Kirche? Wesentlich im Einvernahme mit den Menschen, für die ich da bin, mit denen ich Glauben gelernt habe, und in gewisser Dankbarkeit für die Kirche, die mich gelehrt hat, die Person Jesu für so wichtig zu nehmen, wie sie heute für mich ist. Aber sie würden sie im Ernst doch nicht brauchen. Ich meine, Sie haben so viel gelernt. Oder Sie haben so viel, ja, lassen Sie mich mal ein bisschen praktisch ausdrücken, Sie haben so viel profitiert, Sie haben alles das, was Sie heute schreiben können, in der Kirche gelernt. Sie haben eben gesagt, Sie glauben, die Kirche sei vielleicht denn doch nicht, jedenfalls nicht zu Ihren Lebzeiten reformierbar. Brauchen Sie die Kirche? Ich habe bisher erwartet, dass sie mich nicht allzu sehr stört, wenn ich ehrlich bin. Seitdem sie dazu, seit etwa 9 Jahren, seit dem Buch Der tödliche Fortschritt, habe ich meine Schwierigkeiten. Ich habe bis vor einer Weile, bis vor 4, 5 Jahren geglaubt, es werden auch die Amtsträger begreifen, wie viel an Hilfe es bietet, wenn man beispielsweise Bibeltexte, die völlig langweilig und leergeredet in die Schule kommen, auslegt mit Hilfe von Verfahren der Traumpsychologie. Wenn es Anknüpfungspunkte im eigenen Erleben gibt, und gehofft, dass da eine Menge passiert jetzt, wo Schulklassen wach werden, sich wiederzufinden in Texten, die weit weg schienen bis dahin. Ich erlebe jetzt, dass die Kirche Fragen, die mir religiös und persönlich sehr wichtig sind, keinesfalls religiös und persönlich diskutiert, sondern mit Maßnahmen im Hintergrund. Und das passt mir überhaupt nicht. Würden Sie freiwillig so ein Buch lesen? Würde Sie das interessieren? Mir wird das aber nicht zu hoch im wahrsten Sinne des Wortes hier, was sich abspielt. Ich würde wirklich zutiefst beeindruckt, aber ich will das mal so sagen. Wenn ich gewusst hätte, dass das hier eine exegetische Veranstaltung wird, hätten Sie mir sagen sollen, dann hätte ich mir einen netten Abend gemacht, muss ich mir ehrlich sagen. Ich habe tiefen Respekt, Respekt vor dem Thema, aber dass man, für die, die Spaß daran haben und Interesse, aber ich habe zum Beispiel Zweifel immer schon gehabt, immer schon helles Misstrauen gehabt gegenüber Leuten, die im Talar in der Politik vorne marschiert sind und gegenüber Politikern, die unter Berufung auf höhere Lehren ihre irdischen Thesen begründet haben. Das will ich mal so sagen. Und deswegen, bei allem Respekt, wie gesagt, bei einem entsprechenden thematisch so begrenzten Abend wäre das sicher faszinierend. Aber dann hätte man das vielleicht sagen sollen, dass das Thema ist. Herr Müllermann, da habe ich auch was gegen. Gegen die Ideologie habe ich auch noch nicht länger über mit Drewermann, als wir den ganzen Abend mit den anderen gesprochen haben. Also mich würde interessieren, wie weit sind Sie denn mit den Positionen, die Sie vertreten, von einem Berufsverbot entfernt? Erläutere ich sofort. Ich wollte bloß noch Herrn Müllermann sagen, es kann doch Ihnen nicht egal sein, wie Sie mit Ihren Träumen umgehen, wie Sie mit Lyrik umgehen, wie Sie mit Ritus und Symbol, auch religiös umgehen, was Sie mit Sinnfragen machen, ob unsere Gesellschaft Asylstätten hat im wörtlichen Sinne, wo Verlorene eine Existenzberechtigung haben. Das ist mir auch nicht egal. All das sind religiöse Fragen und die wollte ich erörtern. Ich sage ja, die hohe Theologie interessiert mich nicht. Ich möchte, dass man für die Menschen, die nicht aus noch einwissen, eine Lanze bricht. Und die möchte ich in der Kirche sehen und von da möchte ich auf die Gesellschaft wirken. Das ist doch auch als Politiker für Sie nicht gleichgültig. Nein, ich wollte vorhin gesagt haben, wenn der Zweck des Abends gewesen wäre, dass jeder von uns die Möglichkeit bekommen hätte, zu den Themen, die ihn besonders faszinieren und interessieren, einmal etwas hier zu sagen, wie Sie die Möglichkeit jetzt seit geraumer Zeit haben, was ich vollkommen legitim finde, dann wäre das ein bisschen entsprechend einem Arrangement gewesen, was ich für fair hielt. Aber die Dramaturgie lief hier anders. Die lief so, dass am Anfang die Konfrontation mit Klischees erfolgte. Und zwar der Lehrer. Ja, Sie haben mich doch gebeten, auch mal ein bisschen Attacke zu reiten, ja. wo das zweckmäßig erscheint. Und jetzt habe ich ungefähr eine Viertelstunde mir mit Interesse angehört, welche Auseinandersetzungen Sie mit einem sehr spezifischen Thema hier geführt haben. Ist interessant. Aber ich fände es auch fair in einer öffentlich-rechtlichen Anstalt, wenn man ein bisschen vorher
den Beteiligten sagen würden, was eigentlich beabsichtigt ist. Ich habe Ihnen das vorher gesagt. In das wussten wir. Aber noch, außerdem, ich habe Ihnen genau den Lauf. Aber ist doch auch Quatsch. Wir haben doch auch wir müssen uns doch jetzt, also Sie wirklich, gezeigt, das ist doch einfach. Sicher. Sie wollen doch nicht ernsthaft mit mir jetzt über den Laufplan diskutieren. Das kann ich Ihr ernst sagen. Nein, sicher. Die Leute haben angerufen und haben gesagt, sie wollen mehr von Drewermann hören. Und denke ich mal, sie wollen mehr von dem hören, was in der Presse steht und was sie interessiert und was sie aufregend finden und warum die Kirche daran Anschluss nimmt. Und das kann man einfach nicht leugnen. Das ist in Köln Thema und das ist eh ein Thema. Und es hat genug Menschen gegeben, die diesen Kölner Appell unterschrieben haben. Und die Auseinandersetzung zwischen Kirche und Staat, Sie haben natürlich ein besonderes Problem, weil Ihr Wahlkreis Paderborn ist. Ich verstehe das. Also, erstens ist mein Wahlkreis nicht Paderborn. Aber mal, oder? Nein, nein, nie gewesen, sondern Warendorf. Zweitens bin ich bei dem Thema als Liberaler wirklich sehr entspannt. Also, ich habe da, denke ich, von allen politischen Parteien am wenigsten Probleme mit einer wirklich distanzierten Position, wenn sie einen Pfarrer vorträgt, einen Wissenschaftler vorträgt. Da werden Sie von mir ganz gewiss keine Schelte bekommen. Ich habe nur gefragt, ob es eigentlich nicht ein bisschen unfair ist, wie Sie die Sendung ablaufen lassen. Und ich habe Ihnen gesagt, finde ich nicht. Finden Sie nicht? Nee. Ja. Nee. Und fand ich wohl. Nee. Gut, dann mit diesem... seit geraumer Zeit. Stehen Sie in dem Fall nicht Papst Johannes sehr nahe? Oder finden Sie nicht, dass eben Johannes aus dem Rahmen fällt in Ihrer Theorie? Insofern ist natürlich ein System, das sich so zentralistisch, um nicht zu sagen totalitär verwaltet, wie ein Renaissance-System absolutistischen Zuschnitts, irrational, weil es in keiner Weise rückgekoppelt ist mit den Basisprozessen. Und da können Überraschungen passieren, wie zum Beispiel der 20. Parteitag oder wie Papst Johannes der 23. So was ist möglich. Es zeigt sich aber auch die Schwierigkeit, sich durchzusetzen. Das Zweite Vatikanum ist umgekippt, Gorbatschow hat seine Schwierigkeiten. Die Frage noch, droht mir ein Lehrverbot? Das versucht man seit Jahr und Tag, aber es gibt auf etwa 10.000 Seiten über Theologie bis heute keinen nachgewiesenen nicht-katholischen Satz. Und es wird so bleiben, es ist schwierig, einen rauszufinden. Ich denke aber, um Ihnen eine kleine Vorlage zu machen, Herr Möllemann, ich denke, dass man durchaus einen Bogen spannen kann zwischen dem, was er kritisiert in der Kirche. Und letztlich wird ja die Diskussion in der Kirche auch geführt zu dem Phänomen Glaubwürdigkeit der Institution, Glaubwürdigkeit der Repräsentanten der Institution. Und insofern kann man durchaus einen Bogen führen, auch zu der Diskussion, die innerhalb der Gesellschaft über den Staat und über die Parteien geführt wird. So weit liegen ja diese beiden sich gegenseitig auch häufig genug mit Spannung aufladenden gesellschaftlichen Bereiche überhaupt nicht auseinander. Für viele Menschen jedenfalls nicht. Es gibt ja immer noch viele Menschen, die sich als Christen bezeichnen, die in Kirchen organisiert sind, die Steuern bezahlen. Ja, ich kenne beispielsweise eine große Zahl von auch jungen katholischen Priestern, etwa der in meiner Gemeinde, die jeden Samstag und Sonntag eine volle Kirche haben, in meiner Gemeinde vorwiegend mit jungen Menschen, die überhaupt nicht unter all den Traumata leiden, von denen Sie hier gesprochen haben, die eine überzeugende Ansprache gegenüber jungen Menschen machen. Und ich wollte mit meiner etwas zugegebenermaßen abrupten Intervention darauf hinweisen, dass ich finde, Sie haben eben das Bild auch des katholischen Priesters klischeeartig gezeichnet. Ich kenne wirklich engagierte, überzeugende, jüngere, mittlere und ältere katholische Priester, die mich mehr beeindrucken als engagierte Wissenschaftler in manchen Bereichen. Und in Ihrer Argumentation ist ein bisschen der Eindruck entstanden, wer diesen Weg geht, steht in der Gefahr, so deformiert zu werden. Und dann müssten diese Menschen ja, die vermutlich aus der gleichen Motivation wie Sie Priester geworden sind, besonders heldenhaft widerstanden haben. Oder Sie zeichnen doch eben sehr monokausal bestimmte Entwicklungen. Nein, ist jetzt ganz komisch, dass ich anfange als Liberaler, andere katholische Priester zu verteidigen, wie ich sie erlebe. Ja. Aber vielleicht schöpfen die ihre Kraft ganz einfach aus anderen Motiven als Sie. Nein, das glaube ich nicht. Das Problem ist, dass natürlich ich eine ganze Menge von Amtskollegen, von Priestern, von Ordensschwestern kenne, die ich für menschlich sehr integer und glaubwürdig halte. Dieser Tage schrieb mir ein Pastoralpsychologe, ich habe bei der Lektüre des Buchs Kleriker mich immer wieder gefragt, kenne ich auch nicht normale
Christgläubige. Und bin zu der Antwort gekommen, natürlich kenne ich die, aber die sind so nicht wegen der katholischen Kirche, sondern trotz der katholischen Kirche. Und das ist, was ich meine. Außerdem glaube ich, dass es ein anderes ist, ob sie von außen Menschen sehen. Da können Menschen sehr tüchtig sein, sehr nützlich, sehr engagiert, auch erfolgreich. Wenn sie sie 2 Jahre, 5 Jahre im Gespräch haben, ist für mich das ganz erschütternd, wie Menschen, die beginnen, von Gott zu reden, gleich am Anfang, nach und nach dahinter kommen, dass all das, was sie darunter verstanden haben, ein spätes Echo ihrer Kindertage ist und einer Ideologie von Abhängigkeiten entspricht, die der menschlichen Reifung im Wege stehen. Das kann man wirklich nicht von außen sehen, zum Beispiel beim Sonntagsbesuch, wenn Sie einfach prima vista jemanden auf der Kanzel sehen. Da müssen Sie sich näher Arbeit machen. Wahr ist, dass die Leute, die leiden an sich selbst oder der Umgebung, dafür am besten präpariert sind. So wie in der Ehe jemand beginnt, über sich nachzudenken, wenn er merkt, so geht es nicht mehr weiter. Aber das hindert ja nicht, dass Sie viele Eheleute kennen werden, die nach außen einen sehr glücklichen und erfolgreichen Eindruck machen, während sie in Wirklichkeit sehr aneinander leiden oder hochgradig neurotisch sind. Das gibt's doch wohl. Meinen Sie nicht, dass Gläubige in einer Gemeinde, die ihren Pfarrer öfters treffen, sich von dem auch ein Bild machen können, dass das nur Psychoanalytiker können? Das kann doch nicht wahr sein. Die Brechung zwischen Unbewussten und Bewusstsein. Man muss nur oft genug mit einem Psychoanalytiker zusammen sein, dann kriegt man schon die Probleme eingeredet. Also wir sind irgendwie, jetzt sind wir am Ende, aber ich meine, man könnte natürlich zu dem... Bitte? Ich finde das sehr schade, dass, was wir da im Augenblick machen. Niemand will die Gruppe der Priester, der Ordensschwestern, von denen wir alle jene kennen, die wir brauchen, die die Jugend hört, in irgendeiner Weise in eine Schublade einordnen. Aber halten wir es eigentlich schon nicht mehr aus, auch zuzuhören, wenn jemand über Leiden spricht, die im Klerikerstand, die in der Ehe, die unter den Menschen sind. Und dies sollten wir wirklich noch ertragen können. Und ich muss sagen, ich teile gar nicht alle Ihre Thesen, aber ich finde es wichtig, sie zu lesen. Und es gibt mir mehr als manches politische Buch, was ich lese. Das möchte ich doch in diesem Kreis noch mal deutlich sagen. Ja, aber das war doch nicht umstritten, dass... das war so ein schönes Schlusswort, ein Halbsatz. Dann doch noch ein Satz dazu. Ich finde, wenn hier deutlich geworden wäre, dass es unter den Priestern eben die gibt, die so leiden, dann wäre das ja sicher auch nicht umstritten. Oder jedenfalls hier nicht so umstritten. Der Eindruck, der sich mir vermittelt hat, war aber, dass übrigens Bischöfe und Kardinäle sowieso, gibt es keinen normalen, wie mit einer kleinen Bemerkung gesagt worden ist. Auch. Nein, wie man sie sich vorstellen kann. Aber das doch eigentlich... dieser Beruf, die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche, so deformiert, und zwar generell. Nein, jetzt müssen doch, das war das wirklich, Bild. Jetzt das war müssen das Sie Bild. Wirklich mal ein bisschen auch in das Buch reinsprechen und lesen, über das Sie sprechen. Meine These ist ganz einfach diese, die Leute leiden an sich selber zunächst. Und das ist erlaubt, solange die Kirche unschuldig daran bleibt. Was ich zeige, ist, wie viel Leiden von diesen Kirchenstrukturen ausgeht. Und ich ergreife Partei für die Menschen, die, indem sie an sich leiden, im Grunde an diesem System leiden. Das muss doch erlaubt sein. Denn es ist der Weg, den ich in der Psychoanalyse mit den Menschen gehe. Sie müssen irgendwann sich entscheiden zwischen Strukturen, die nicht menschlich sind, und dem, was sie selber wollen. Wenn ich immer wieder sehe, dass das auf diese Alternativen hinausläuft, kann ich doch einer Kirche, die 200 Jahre nach der Aufklärung immer noch in Strukturen, so wie wenn es all die Bewegungen politisch zum Beispiel nie gegeben hätte, wie Demokratie, wie Mitbestimmung, wie Gleichberechtigung, nicht freisprechen davon, dass sie die Frauen unterdrückt, dass sie die Freiheit nicht will, dass sie die Sexualität unterdrückt. Ich bin froh über eine Jugend, die das so nicht mehr mitmacht, aber ich sehe, dass die katholische Kirche immer noch versucht, in den alten Strukturen Macht auszudehnen, auf Kosten von Schuldgefühlen, die die Menschen nicht leben lassen. Und das möchte ich ändern. So einfach ist das. Damit enden wir nun auch. Also, ich danke Ihnen. Danke Ihnen herzlich. Ich fand manches eben auch einfach psychoanalytisch interessant, auch was so Redebeiträge betraf. Ich sollte noch sagen, dass Petra Quirbach, was heißt, sollte noch sagen, ich möchte noch sagen, dass Petra Quirbach, das ist unsere Redaktionssekretärin, jetzt gerade seit 12 Uhr Geburtstag hat. Und hier von hier aus trinke ich mal eben kurz Petra, Prost. Und
wir sehen uns auch irgendwann wieder, nämlich am 23. September am selben Ort mit anderen Gästen. Danke fürs Zuschauen, gute Nacht, tschüss. Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn, teach me tonight. Starting with the ABC of it, right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. Well, the sky is a blackboard. High above you, and if a shooting star goes by, I'll use that star to write. I'll love you a thousand times across the sky. One thing isn't very clear. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Teach me tonight. Teach me tonight. So much more to learn. Ba-da-da. So much more to learn around the world. Teacher stands so near, my love.